und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind 5 ökologisch und das 6. Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen, Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster. Hallo an den Chat, hallo liebe Community da draußen. Und bevor ich unseren besonderen Gast begrüße, begrüße ich natürlich wie immer den hochgeschätzten Co-Host, den lieben Jens Brodersen. Hallo Jens. Hallo Patrick, hallo Community, hallo ihr alle. Freut mich wieder, es wird eine tolle Sendung heute. Definitiv, denn wir haben einen ganz besonderen Gast heute und wir freuen uns sehr, dass er sich Zeit genommen hat für uns und für dieses sehr, sehr wichtige und spannende Thema, was leider aus meiner Sicht zumindest in den Medien manchmal etwas kurz vorkommt oder so gut wie kaum thematisiert wird, weil wir sprechen ja bei Klimakrise, Klimakatastrophe, Klimawandel meistens über so Dinge wie CO2, Erderwärmung etc. Aber ihr habt ja auch schon in den vergangenen Ausgaben gelernt, da gibt es noch ganz viele andere sehr unschöne Dinge, die da passieren. Und darüber unter anderem zum Thema Biodiversität, Artenvielfalt und das Sterben der Arten wird uns heute Abend Dr. Frauke Fischer ein bisschen mehr erzählen. Hallo Frauke. Hallo, schönen guten Abend. Ich stelle dich noch kurz vor, du bist Biologin. Du bist Rednerin, gerne überall auch gebucht. Du bist Buchautorin. Du hast demnächst tatsächlich auch ein neues, interessantes Buch, was du, glaube ich, auch mal kurz reinhalten kannst. Ich glaube, es ist noch gar nicht erschienen, ne? Nee, heute in einer Woche. Heute in einer Woche? Ja, genau, am nächsten Wahl macht Wetter. Sehr gut. Warum biologische Vielfalt unser Klima rettet. So sieht's aus. Dann hast du aber auch vor kurzem das Buch geschrieben, oder was heißt vor kurzem? Wir haben das letzte Woche vorgestellt. Genau, da ist das andere. Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, genau, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Da hast du auch gemeinsam mit deiner ist das Autorin Hilke, glaube ich, Oberhansberg, 2021 den Umweltmedienpreis erhalten, ähnlich wie letzte Woche Östen Terli, der ja auch... Wir sind im gleichen Jahr ausgezeichnet worden. Genau. Östen und ich haben schön gemeinsam zelebriert. Sehr schön. Du im Bereich Print, er glaube ich im Bereich TV, von daher habt ihr euch das wunderbar aufgeteilt. Genau. Ansonsten bist du auch viele Jahre tätig als Beraterin, auch mit dem Schwerpunkt die Biodiversität, also bist auch Unternehmensberaterin und du bist, und das ist auch nochmal ganz besonders für mich, Dozentin an der Fakultät für Biologie an der Uni Würzburg. Das heißt, wir sind nur wenige Meter auseinander, weil ich wohne ja und sende ja hier aus Würzburg. Ah, okay, super. Von daher ist das natürlich unser Heimspiel heute. ja, wunderbar, dass du die Zeit hast. Die Nachricht an den Chat lautet wie immer, wenn ihr Fragen habt an Frauke, Frage Doppelpunkt,
Und dann stellt eure Frage. Ansonsten könnt ihr euch gerne untereinander unterhalten und so weiter. Aber dann sehen wir sozusagen, wenn explizit eine Frage an dich ist. Nicole schreibt auch schon, ich befürchte, es wird wieder ein harter Abend, aber ich kann... Nein. Und das Gute ist, ich bin ja auch noch Schokoladenproduzentin und dann sozusagen, wenn alle Stricke reißen und die Nerven blank liegen, dann gibt es Schokolade. So sieht's aus. Also wir versprechen euch, heute gibt es sowohl eine, zumindest eine potenzielle Lösung und Schokolade. Und was das eine mit dem anderen vielleicht sogar zu tun hat, das wird uns Frauke dann im Anschluss erzählen. Aber bis dahin müsst ihr sozusagen durchhalten. deswegen fragt auch Schröck an dich direkt schon mal, wie wird das Verhältnis positiver zu negativen Nachrichten heute ausfallen? Wir machen 50-50, maximal 50 negativ. Also aber nee, komm, wir machen nur positiv. Genau. Und hier vielleicht tatsächlich auch schon eine Einstiegsfrage, auch direkt schon aus dem Chat von Nicole. Und das wäre auch fast die Überleitung, weil du hast uns tatsächlich auch was mitgebracht, nämlich einen kleinen Foliensatz und einen Vortrag und Zahlen, Daten, Fakten. Und Nicoles Frage war tatsächlich, was ist eigentlich Biodiversität genau? Und ich nehme an, super. Genau das. Steile Vorlage. Genau, also damit alle wissen, was passiert, ich mache jetzt mal, also maximal 15 Minuten so ein paar Folien und damit wir alle auf der das Gleiche oder wissen, was Biodiversität ist und alle und so ein bisschen Grundlage haben, worüber wir reden. So, genau. Also erst nochmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Ich wusste gar nicht so ganz genau, ob wir einen Titel festgelegt hatten. Deswegen habe ich mal meine zwei Buchtitel zu einem Vortragstitel zusammen gedengelt. Was hat die Mücke je für uns getan? Und Wahl macht Wetter. Darum geht es also heute. Ihr habt schon mich kurz vorgestellt. Eine Sache habt ihr noch verschwiegen. Also ich bin, ihr habt das gesagt, mit den Büchern, mit der Uni, mit der Agentur auf und Perupuro habt ihr aber unterschlagen. Wir haben 2015 habe ich noch ein kleines Unternehmen gegründet und da machen wir Biodiversitäts- und klimapositive Schokolade und Kaffee, also eine ganz, ganz besondere Sache. Das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Also ich mache jetzt mal 15 Minuten Biodiversität, dann reden wir ein bisschen und dann als ein super Lösungsbeispiel werde ich mal zeigen, was wir da in Peru mit den Kleinbauern machen. Ja, also egal in welchem Kontext man mich kennenlernt, als Wissenschaftlerin, als Beraterin oder als Unternehmerin, immer ist Biodiversität mein Thema. Und eben war schon die Frage, wovon reden wir denn da überhaupt? Und ganz wichtig ist, dass wir eben nicht von einem Synonym von Artenvielfalt sprechen, sondern dass das Biodiversität viel größer ist. Also Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten und zwar auf drei Ebenen. Das eine ist genetische Vielfalt. Auch wenn wir jetzt eben nicht das ganze Auditorium gesehen haben, haben wir ja immerhin schon mal uns drei gesehen und dabei festgestellt, dass wir zwar derselben Art angehören, nämlich Homo sapiens, dass wir aber offensichtlich nicht genetische Kopien voneinander sind. Eine genetische Kopie hat man, wenn man ein eineiiger Zwilling ist und selbst da werden ja Gene noch unterschiedlich ausgeprägt, sodass man dann seinen Zwillingsbruder, Zwillingsschwester trotz allem noch unterscheiden kann. Also die erste Komponente ist genetische Vielfalt, das sieht man da oben bei diesen verschiedenen Kaninchenrassen. Das ist für Menschen super wichtig, weil damit einhergeht unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten. Wenn wir eine eingeschränkte genetische Vielfalt hätten, dann wären wir alle super Stabhochspringer oder könnten alle toll Brot backen oder super lange auf dem Kopf stehen oder irgend sowas. Aber diese Vielfalt an Fähigkeiten, die uns ja auch als Art so wahnsinnig erfolgreich machen, die hätten wir dann eben nicht. Aber auch wenn man kein Mensch ist, sondern einer anderen Tier- oder Pflanzenart angehört, ist genetische Vielfalt wichtig. Denn genetische Vielfalt ist die beste Versicherung gegen das Aussterben. Wenn man eine eingeschränkte genetische Vielfalt hat, dann bedeutet das nämlich auch, dass man ein ähnliches, dass alle Individuen in einer Art ein ähnliches Immunsystem haben. Und wenn es eine Krankheit gibt oder äußere Rahmenbedingungen, die genau für dieses Set, genau für dieses besondere Immunsystem schlecht sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man ausstirbt. Also je vielfältiger die genetische Vielfalt, also je vielfältiger genetisch eine Art ist, umso sicherer ist die vor dem Aussterben gefeit. Ja, die zweite Komponente von Biodiversität ist Artenvielfalt. Also eine Rose ist kein Orang-Utan, Orang-Utan ist kein Pilz, ein Elefant ist kein Esel, was auch immer.
die Bedeutung von Artenvielfalt, die kann man ganz gut mit dem sogenannten Nietenmodell der Biodiversität erklären. Also hier sieht man mal so einen Flugzeugflügel. Jetzt stellt man sich vor, was wir in der Klimakatastrophe ja nicht alle nicht dauernd machen würden, aber wir tun mal so, wir würden einen Transatlantikflug machen, Frankfurt, New York, sitzt man da schön am Fenster und dann fliegt so eine Niete raus am Flugzeugflügel. Beim ersten Mal findet man das vielleicht noch skurril, aber je mehr Nieten da rausfliegen, umso beunruhigter ist man und irgendwann fliegt die eine Niete raus, die genau die eine Niete zu viel war. Der Flugzeugflügel fällt ab, das ganze System kollabiert, das Flugzeug stürzt ab. Und das ist nicht, weil diese letzte Niete die allerwichtigste war, sondern weil die eben einfach die eine zu viel war. Und so müssen wir uns das auch mit Artenvielfalt vorstellen. Es gibt sicher Arten, komme ich noch dazu, die für uns irgendwie bedeutender oder wichtiger sind. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wenn wir weiter das Artensterben so vorantreiben, wir wahrscheinlich auch eben irgendwann die eine Art zu viel ausrotten. Und das würde dieses ganze System lebensfähige Erde eben durcheinander bringen. Ja, und die dritte Komponente ist Ökosystemvielfalt. Also ein See ist kein Korallenriff, ein Regenwald ist keine Wüste etc. Und über dem allen stehen eben Ökosystemleistungen. Zu denen komme ich gleich nochmal. Jetzt nochmal, weil Stand der wissenschaftlichen Forschung und natürlich auch mein Thema ist eher, dass Biodiversität eigentlich das ist, worüber wir sprechen sollten. Und wenn man sich so anguckt, wie Menschen mit Krisen oder Gefahren umgehen, dann kann man sagen, die nächste Gefahr erscheint uns immer als die allergefährlichste. Und hier ganz vorne habe ich immer als kleinste Welle Corona und den Ukraine-Krieg, denn das sind sozusagen unmittelbare Gefahren, vor denen wir große Angst haben. Und die dann auch unser tägliches Denken oder Handeln und auch politische Entscheidungen beeinflussen. Wir wissen, wenn wir das mit der Corona-Pandemie mal hinter uns gelassen haben und wenn hoffentlich wieder Frieden in Europa ist, dass wir dann trotzdem wirtschaftliche Herausforderungen haben, die damit zusammenhängen. Und dann wissen wir, dass unabhängig davon, wie wir das wirtschaftlich alles in den Griff bekommen, wir Klimawandel haben oder Klimakatastrophe. Und für die meisten Akteure endet die Geschichte da. Und das ist dramatisch, weil wissenschaftliche Erkenntnis, die ist weiter vorangeschritten. Und wissenschaftliche Erkenntnis sagt uns, dass der Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung das allergrößte Problem ist, was wir haben. Und der Titel der Folie, der fasst das in einem Satz zusammen. Beim Klimawandel reden wir davon, wie wir in Zukunft leben. Beim Verlust von Biodiversität reden wir davon, ob wir in Zukunft hier noch leben können. Wenn wir uns darf mal angucken. Ich zwischenfragen ja, oder klar. Willst du lieber durchrennen? Kann ja sein, dass du. Ja, also wenn ich. Sagen wir mal, wenn ich durchrenne, dann besser. Weiß ich, dass ich 15 Minuten brauche. Genau. Wenn alle fragen, dann kann ich natürlich, genau, also dann mache ich lieber mal, vielleicht klären sich ja auch noch Sachen und dann bin ich aber gleich bereit für Fragen. Sehr gut. Also genau, wie wirken wir? Das ist jetzt mal, das ist sozusagen, sind die negativen Nachrichten. Also wenn wir uns genetische Vielfalt angucken, dann muss man sagen, dass wir in den letzten 50 Jahren fast 70% aller Wirbeltierbestände und ungefähr 80% aller Insektenbestände vernichtet haben. Das ist ein Verlust von genetischer Vielfalt, weil die Arten sind noch da, die sind nur alle super selten geworden. Wir haben aber auch das Artensterben beschleunigt, etwa um den Faktor 1000. Ganz gut kann man sich das vielleicht vorstellen, wenn man sich das Aussterben der großen Dinosaurier vor Augen führt. Das war vor 66 Millionen Jahren. Tyrannosaurus Rex, Triceratops, die sind da alle verschwunden. Und wenn wir damals gelebt hätten, hätten wir das gar nicht mitbekommen. Denn dieses Aussterben der großen Dinosaurier war ein Prozess, der mehrere hundert, vielleicht sogar mehrere tausend Jahre gedauert hat. Und das umso erschreckender ist, dass wir jetzt Artensterben mitbekommen. Das bedeutet eben, dass es wahnsinnig schnell geht. Man kann in einem Menschenleben mitbekommen, dass eine Tier- oder Pflanzenart ausstirbt. Und wenn wir uns Ökosystemvielfalt angucken, dann muss man sagen, so richtig echte Wildnis gibt es auf unserem Planeten gerade noch mal so 2-3%. Und sehr erschreckend ist auch, wenn wir uns mal Biomasse angucken. Also wir gucken mal, wir würden mal alle Säugetiere, die es auf der Welt gibt, wiegen, also jedes einzelne Individuum, und dann würden wir die in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe wären wir Menschen, das wäre 36% der Biomasse. Die zweite Gruppe wären Säugetier-Haustiere, das sind fast alles, also Nutztiere, fast alles Rinder und Schweine, die machen 60% aus, macht zusammen 96%. Das bedeutet, nur 4% der Biomasse auf unserem Planeten sind wildlebende
Säugetiere. Und dazu gehören ja so Riesen wie Blauwale, Elefanten, Büffel, aber auch so häufige Tiere wie Mäuse oder Ratten. Also daran sieht man, dass wir wirklich hier echt massiv eingegriffen haben. Und auch dieses Bild, finde ich, zeigt es sehr deutlich. 2020 war wahrscheinlich das erste Jahr auf unserem Planeten, in dem es mehr menschengemachte als natürliche Dinge gab. Es gab in dem Jahr ungefähr doppelt so viel wie Plastik, also Plastik wie Tiere, und es gab deutlich mehr Gebäude und Infrastruktur als Bäume und Sträucher. Ja, und das ist blöd, nicht für die Bäume und Sträucher oder die Tierarten, die da verschwinden oder die Individuen, die da sterben, sondern das ist auch doof für uns, denn Biodiversität ist die Grundlage und Voraussetzung für Ökosystemleistung. Und das ist definiert als Leistung, die die Natur für uns Menschen erbringt. Und die kann man grob in vier Kategorien einteilen. Versorgungsleistung, das sind Sachen, die wir direkt aus der Natur entnehmen. Regulierungsleistung, dazu gehört zum Beispiel die Regulation des Weltklimas, Reinerhaltung von Luft und Boden, aber eben auch die Bestäubung von Nutzpflanzen. Dann haben wir Basisleistung, das sind nur drei, aber drei ganz wichtige, die Aufrechterhaltung globaler Nährstoffkreisläufe, die Bereitstellung fruchtbarer Böden und Photosynthese, also die Fähigkeit, aus anorganischem Material überhaupt erstmal Organisches zu machen. Und last but not least gibt es eben kulturelle Leistungen, also die Erholung, die wir in der Natur finden, die Fähigkeit der Natur, uns gesund zu machen oder gesund zu erhalten. Und diese Ökosystemleistung, jetzt könnte man denken, naja, dann die Natur, jetzt sind wir halt hier mal am Zug und Ästhetik, kann ich ja auch mal ins Museum gehen. Oder Regulierung, also Wasser oder Luft, kann ich ja auch technisch filtern. Und wenn man sich das insgesamt anguckt, kann man sagen, dass wir diese Ökosystemleistung, manche von denen gar nicht ersetzen können, wie zum Beispiel die Formation fruchtbarer Böden, dass wir andere unzulänglich ersetzen können, wie Bestäubung, das erkläre ich gleich noch, dass alles immer teurer ist, als wenn die Natur es macht. Die macht es ja immer kostenlos. Und wenn ich Menschen oder Maschinen diese Leistung erbringen lasse, wird es eben teurer. Und weil ich häufig Maschinen brauche und dazu wieder Rohstoffe aus der Natur entnehmen muss, kann man sagen, dass es nie ohne weitere Schäden gibt. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was ist das denn wert? Da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob das überhaupt richtig ist, da über Geld zu reden bei Biodiversität und Ökosystemleistung. Aber wir hoffen ja, dass alle Menschen verstehen, wovon wir da reden. Und manche verstehen eben Zahlen am besten. Und da kann man sagen, das wurde jetzt hier das letzte Mal für das Jahr 2011 berechnet, weil es wahnsinnig aufwendig ist, das für die ganze Welt zu berechnen. Da in dem Jahr war das weltweite Bruttosozialprodukt ungefähr 73 Billionen US-Dollar. Der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung im gleichen Jahr waren 125 Billionen US-Dollar, also viel, viel, viel mehr wert. Und da unten diese schraffierte Fläche, das sind 44 Billionen. Und das ist der Teil des Bruttosozialprodukts, der abhängig war, direkt oder indirekt wiederum von Leistung der Natur. Also man sieht, wir haben weder das Geld noch die Fähigkeiten, das, was die Natur für uns tut, zu ersetzen. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Zusammenhang von Natur und Klima. Also wir haben ja diese Tipping Points, also Elemente im Erdsystem oder Momente, wo dieses ganze Erdsystem kippt. Das kann man sich so vorstellen, man hat so ein Glas Wasser, schiebt es an den Tischrand und wenn man zu doll schiebt oder wenn dann ja kommt irgendwann dieser Tipping Point, das Glas fällt runter, zerbricht vielleicht, das Wasser ist auf dem Boden. Das ist dann auch wieder ein sehr, sehr stabiler Zustand, aber eben einer, den wir jetzt nicht so toll finden. Und das kann auch mit Ökosystemen passieren. Ein Beispiel ist der Regenwald im Amazonas. Wir wissen, dass es der einen Tipping Point hat, der ungefähr bei einer kompletten, also bei einem Entwaldungsanteil von 22-24% liegt. Wenn wir so viel vom Amazonas zerstören, wird der in eine Savanne übergehen, der wird keinen Niederschlag mehr generieren. Nicht dieser Niederschlag, der ist nicht nur wichtig für den Amazonas selber, sondern auch zum Beispiel für Landwirtschaft in Mittel- und Nordamerika. Das wird es dann so alles gar nicht mehr geben. Wie gesagt, bei 22-24% erreichen wir den und wir haben jetzt schon 18% entwaldet und weitere 38% von dem, was da noch steht, ist irgendwie schon degradiert, von Menschen beeinflusst. Gut, jetzt ist die Natur aber auch unsere beste Verbündete und zwar auch gerade beim Thema Klimawandel. Also wir haben riesige Flächen degradierten Landes zum Beispiel, 350 Millionen Hektar mindestens.
Und wenn wir die renaturieren würden, wenn wir da Moore wieder vernässen würden, Wälder wieder in hochdiversen Systemen aufforsten würden etc., dann würden wir Ökosystemleistungen im Wert von 8,4 Billionen Euro generieren. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Und wir würden der Atmosphäre bis zu 26 Gigatonnen an Treibhausgasen entziehen. Damit man sich das vorstellen kann, habe ich immer hier zwei Werte dazu, also einmal Gesamtemissionen Deutschland im Jahr 2021 sind ungefähr 762 Millionen Tonnen Treibhausgase gewesen und die Gesamtemissionen weltweit im Jahr 2022 ungefähr 40,6 Gigatonnen. Wir müssen ja nicht alles sequestrieren oder durch diese durch Renaturierung irgendwie der Atmosphäre entziehen, aber je mehr oder ja, aber viel wäre schon gut. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir das wissen wahrscheinlich die meisten, wir haben ja im Moment einen Entwicklungspfad, der uns weit, weit oberhalb dieses 1,5-Grad-Ziels landen lassen wird. Und was jetzt hier ganz interessant ist, wenn man sich diese sogenannte, ja, dieses Target Gap anguckt, also die Lücke zwischen dem, wo wir hin müssen und dem, auf welchem Pfad wir sind, dann ist interessanterweise dieses Target Gap ungefähr so groß, also liegt irgendwo zwischen 19 und 27 Milliarden, also Gigatonnen klimaschädlicher Gase. Also genau das, was wir erreichen würden, wenn wir der Natur wieder mehr Raum geben würden. Und hier nur noch so zwei, drei Beispiele. Also der größte Kohlenstoffspeicher der Erde, das sind fruchtbare Böden. Das ist, wie gesagt, eine der Ökosystemleistungen, die Menschen gar nicht schaffen können. Landökosysteme haben ungefähr knapp 3200 Gigatonnen Kohlenstoff enthalten, die und 80% davon sind in den Böden. Aber auch Vegetation ist wichtig. Also wenn wir uns die großen Regenwaldblöcke, also Amazonas und Kongobecken angucken, dann wissen wir, dass die eben essentiell sind für die Niederschlagsregime weltweit, eben der Kongo in dem Fall auch für Niederschläge bei uns. Und hier nochmal zu dem Thema Bestäubung. Also Menschen können auch Obstbäume bestäuben, zum Beispiel ein Mensch schafft am Tag ungefähr 10.000 Blüten, muss dafür bezahlt werden und ein Volk von Honigbienen schafft ungefähr 300 Millionen Blüten am Tag und muss dafür nicht großartig bezahlt werden. Und insgesamt, also Honigbienen ist nur ein Beispiel, die sind keineswegs die allerwichtigsten Bestäuber und wenn wir alle anderen Tierarten ausrotten, dann helfen uns Honigbienen auch nicht viel weiter. Aber wenn wir uns das insgesamt angucken, dann sieht man, dass der Wert tierischer Bestäubung ungefähr 700 Milliarden US-Dollar im Jahr wert ist. Ja, und jetzt können wir gleich zu Fragen übergehen, aber nur ganz kurz. Was hat denn jetzt die Mücke für uns getan? Also sticht einen, ärgert einen, überträgt Krankheiten, aber diese Mücken spielen eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Schokolade, interessanterweise. Das hier sind die Blüten eines Kakaobaums und nur zwei Arten von Bartmücken können Kakaoblüten bestäuben. Also eine Honigbiene wäre zum Beispiel viel zu riesig, um diese kleinen Blüten zu bestäuben. Und das bedeutet, dass ohne diese Mücken, also ohne diese Bartmücken, wir keine Schokolade hätten. Gut, zum Thema Schokolade komme ich später nochmal. Ich beende das hier erstmal wieder und wäre dann jetzt bereit, mal Fragen zu beantworten oder ins Gespräch zu kommen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Leg die Folien vielleicht auch nicht ganz so weit weg, vielleicht kommen wir ja wieder auf einen oder anderen Punkt. Alles habe ich alles hier. Zurück, sehr gut. Also es sind tatsächlich jede Menge Fragen reingetrudelt. Ich gucke mal, womit wir denn eigentlich anfangen. Ich glaube, die eine hast du jetzt schon ganz am Ende tatsächlich beantwortet, nämlich die Frage nach, und zwar hier, gibt es überflüssige Arten, Mücken zum Beispiel? Also die Mücke ist definitiv raus genau. als überflüssige Arten. Genau, dazu sollte man vielleicht grundsätzlich, also es ist, wie gesagt, erstens ist es echt wie dieses Nietenmodell. Also bei den Nieten ist es noch viel einfacher beim Flugzeug. Das hat ja ein Mensch gebaut und die sind ja auch alle irgendwie gleich. Da kann der wahrscheinlich sagen, naja, 10 von denen können sie wegmachen, da fliegt das Flugzeug trotzdem noch. Bei Arten müssen wir uns das so stellen, wir wissen das ja alles gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie die zusammenhängen, was die da genau für Rollen in den Ökosystemen spielen etc. Und in so einem Fall sollte man das sogenannte Vorsorgeprinzip anwenden. Wenn man
wenn man eine Sache weiß, nämlich, oder besser gesagt, ja, wenn man weiß, dass man es nicht wieder gut machen kann, dass man eine Art, die ausgestorben ist, eben nicht wiederholen kann. Und wenn man nicht weiß, wie das alles zusammenhängt, dann sollte man das Vorsorgeprinzip anwenden und diese und eben nicht irgendwelche Arten ausrotten, weil wenn sich dann später rausstellt, oh, das war jetzt aber eigentlich die Zentrale, die den Flugzeugflügel hier gehalten hat, dann wäre halt für uns doof. Wahnsinn. Ja. Dann die nächste Frage. Ich muss mal gucken, ein bisschen sortiere. Eine Frage ist, ist Hitze oder CO2 der größere Stressor für Biodiversität? Mhm. Genau, CO2 ist kein Stressor eigentlich. Das ist ja für uns auch nicht so. Denn man muss ja wissen, dass auch jetzt dieser hohe CO2-Gehalt unserer Atemluft, der ist ja trotzdem, es ist so, dass die Atemluft ungefähr 0,04% CO2 jetzt enthält und vorher, also natürlicherweise wären es 0,025% oder irgend sowas. Also das heißt, bis man ein Problem mit dem Atmen bekommt, wegen dieser größeren Menge CO2 in der Luft, das werden wir alle nicht mehr erleben. Da werden vorher Sachen kaputt gehen. Das bedeutet, aber Hitze ist es, also ich sage mal ein Beispiel. Also für Koalabären ist das größte Problem trotz allem diese CO2-Konzentration in der Luft, denn interessanterweise führt eine höhere CO2-Konzentration in der Luft dazu, dass Eukalyptus mehr schädliche Inhaltsstoffe oder mehr Verteidigungsstoffe in seinen Blättern speichert. Und das bedeutet, dass mit dem hohen CO2-Gehalt, den wir jetzt schon haben, Eukalyptusblätter für Koalabären nur noch sehr, sehr schlecht verdaulich sind. Wenn wir uns Meeresschildkröten angucken, dann ist deren größtes Problem, dass durch den Klimawandel und durch die globale Erwärmung und das Abschmelzen der Polkappen wir einen Meeresspiegelanstieg haben. Und wenn ich als Tier darauf angewiesen bin, Strände zu besuchen, um da meine Eier abzulegen, dann bedeutet das ja, dass mit dem steigenden Meeresspiegelanstieg diese Strände verloren gehen oder ja, ich irgendwann da bin, wo Menschen leider schon Bungalows gebaut haben und ich leider als Schildkröte nicht mehr meine Eier ablegen kann. Ja, wenn wir uns das angucken bei Tieren, die besonders kälteliebend sind, dann ist für die das größte Problem, dass es wärmer wird. Also das Klimawandel ist nicht einfach nur CO2-Anstieg und es ist auch nicht einfach nur mehr Wärme. Es ist ja zum Beispiel auch die Zunahme von Extremwetterereignissen, die viele Lebensräume von Tieren zerstört. Also das ist genauso, wie man sagen kann, wie es für uns problematisch ist. Also für uns kann es problematisch im Sommer sein, dass es extrem heiß wird, auch bei uns inzwischen. Es kann aber zu anderen Jahreszeiten problematisch sein, dass wir Erdrutsche haben oder Wirbelstürme oder was auch immer. Und das ist bei den Tieren genauso. Eine kurze Nachfrage oder eine Ergänzung dazu. Also neben diesem, dass ja CO2 sich halt eben auch im Wasser anreichert und dort halt eben pH-Wert verändern kann und auf Tiere Veränderungen auswirken kann. Aber was dahinter steht, ist ja, was jetzt der Kollege da auch so ein bisschen fragt, ist, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Und ich frage jetzt mal anders, was ist denn wirklich so aus deiner Sicht mit einer der größten Probleme oder Einschläge der Biodiversität tatsächlich verringert? Also was ist das größte Problem, was wir ändern müssten? Also es gibt 5 Haupttreiber des Verlustes von Biodiversität, die identifiziert sind. Das ist die Landnutzungsänderung. Also und das würde ich sagen, ist im Moment immer noch das größte Problem. Wir zerstören eben Regenwälder zum Beispiel, wir zerstören Lebensräume in einem Ausmaß. Also das ist unvorstellbar. Dann haben wir Klimawandel, wir haben invasive Arten, wir haben direkte Verfolgung und wir haben einen Eintrag von Umweltgiften. Und wenn wir ein Ranking machen, dann ist eben immer noch die Zerstörung, also die direkte Verfolgung und die Zerstörung von Lebensräumen ist das allergrößte Problem. Aber das ist, wenn man wissen will, also wenn wir jetzt an uns denken und sagen, wann geht es uns gut, dann kann man auch so eine Prio-Liste machen. Ja, wir müssen atmen können, wir müssen Wasser trinken, aber dann gibt es auch eben noch viele andere Sachen, die einen Menschen glücklich und zufrieden machen. Also nur Wasser und Brot macht einen auch nicht glücklich. Und so ist es da auch. Also wenn wir jetzt nur Landnutzungsänderungen stoppen würden, dann würden Tiger oder was weiß ich, Thunfische, die man massiv überjagt, immer noch aussterben. Also wir haben in Afrika zum Beispiel Bereiche,
Da spricht man von dem sogenannten Silent Forest Phänomen oder Syndrom, wo man eigentlich völlig intakte Ökosysteme hat, aber wo so dermaßen viel Wild geschossen und getötet wird, dass diese Wälder de facto leer sind. Und dann da könnte man sagen, ja okay, da ist doch gar keine Landnutzungsänderung, ist ja immer noch ein schöner Wald, ja, sind aber keine Tiere mehr drin. Kannst du mir nochmal erklären, also die fünf Punkte, ich glaube Punkt 1, 2 habe ich verstanden, invasive Arten war gleich Punkt 3? Oder? Genau, also an invasive Arten ist so ein bisschen so ein Spezialfall, weil also invasive Arten sind Arten, die in der Regel von Menschen oder ja von Menschen irgendwo hingebracht werden, wo sie vorher nicht hingehören, also Ratten auf irgendwelche Inseln, auf denen es vorher keine Raubtiere oder überhaupt keine Ratten oder so gab. Das ist auf Kontinenten eigentlich kein Problem, also wir haben Awashbär ist zum Beispiel eine invasive Art in Deutschland oder das japanische Springkraut ist eine invasive Art in Deutschland. Aber auf Kontinenten können sozusagen die einheimischen Arten immer noch gut genug ausweichen oder haben noch genug Lebensraum. Wenn ich aber so eine kleine Insel habe, dann kann das dazu führen, dass einheimische Arten da aussterben, weil wir da von relativ kleinen geografischen Räumen sprechen. Deswegen, wenn man sich insgesamt anguckt, wie viele Arten sind verschwunden, dadurch, dass Menschen auf Inseln Arten haben entkommen lassen, dann sind das relativ viele Arten. Aber wenn wir uns das angucken, was das für ein Problem insgesamt für unsere Welt ist, dann sind invasive Arten jetzt, was weiß ich, eben in Deutschland oder in Mitteleuropa oder überhaupt auf Kontinenten so ein bisschen eine untergeordnete Problematik. Was war der Punkt nach invasive Arten nochmal? Direkte Verfolgung, also Überjagung, ja. Elefantenwilderei oder Überfischung der Meere und dann eben Eintrag von Umweltgiften, sei das Plastik oder Radioaktivität, Chemikalien, genau. Also Pestizide. Genau, Landnutz. Ja, genau. Ja. Ja. Dann gehe ich mal weiter. Ich komme mal hier. Genau, Frage bei der Analogie des Wasserglases zum Tipping Point gibt es ja noch einen wichtigen Punkt, die Irreversibilität, also die Unzurückdrehbarkeit. Sind die Tipping Points, zu denen Frauke sich auskennt, auch irreversibel? Ja, also das Schlimme ist, dass ein Tipping Point ist definiert, dass das System von einem sehr, sehr stabilen Zustand in einen anderen sehr, sehr stabilen Zustand überführt wird. Deswegen ist das mit dem Wasserglas eigentlich gar nicht so ein tolles Beispiel. Das ist zwar ein gutes Beispiel für das Tippen, wie das umfällt, aber naja, dann schmeißt man das Glas halt weg, wischt das Glas wieder, das Wasser auf und dann ist alles wieder gut. Und das ist eben ein Unterschied zu einem Tipping Point im Erdsystem. Also sagen wir mal, wir haben jetzt, wir haben so globale Temperaturen, die für uns ganz gut sind. Wir haben eine Zusammensetzung der Atemluft, die für uns ganz gut ist. Wir können Lebensmittel für uns anbauen, alles ist irgendwie so ganz gut für uns. Und bei diesen Tipping Points ist es eben so, dass das ist dann ein anderes stabiles System. Also der Amazonas-Regenwald wird dann eine Savanne. Und dann, das ist ja erstmal, könnte man sagen, naja, dann haben wir da halt eine Savanne. Das, für uns wäre aber das Problem, dass in Mittel- und Nordamerika es quasi nicht mehr regnet. Und das würde bedeuten, dass wir keine Lebensmittel mehr anbauen können. Und das wiederum kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn hunderte Millionen von Menschen keine Nahrung mehr anbauen können, weil es einfach nicht mehr regnet, da wo die leben. Aber kann man sich dann wirklich fast schon vorstellen, wenn das ein Kipppunkt nach dem anderen sozusagen abläuft, und das beschleunigt sich ja wahrscheinlich auch nochmal, also das heißt, wenn ein Kipppunkt fällt, ist es wahrscheinlicher, dass die anderen noch viel schneller fallen, als sie vielleicht bisher auch, also die hängen ja auch nochmal miteinander zusammen. Genau, die hängen alle nochmal miteinander zusammen, genau. Aber kann man sich das dann wirklich vorstellen, dass wir irgendwann auf einem Wüstenplaneten sind? Naja, also das ist so ein bisschen wie so Hollywood-Film-mäßig. Ja. Beim Hollywood-Film ist ja immer der Filmheld am Ende, hat er nur noch ein Maschinengewehr und muss da mit so einem Spezialfahrzeug durch Manhattan fahren. Und das ist ja völlig absurd. Also weil
wir sterben nicht als Letztes aus. Also es wird vielleicht keine Wüste da sein und da wird es schon gar keine Menschen mehr geben. Also, also wir sterben irgendwann im Mittelfeld aus. Deswegen geht es eben auch nicht darum, die Welt zu retten oder Tiere oder Pflanzen zu retten. Also es wird auf jeden Fall, wenn es uns schon lange nicht mehr gibt, noch Tiere und Pflanzen geben. Aber wir wollen ja eigentlich ganz schön auf diesem Planeten leben. Und wir sind, auch wenn wir so denken, wir wären so Master of the Universe, sind wir eben doch relativ abhängig davon, wie die Bedingungen um uns herum sind. Wir brauchen eben, wir können nur in einem bestimmten Temperaturkorridor existieren. Wir können nur, wir haben sehr eingeschränkte Möglichkeit dessen, was wir überhaupt, wie wir die Welternährung sicherstellen können und so. Und das funktioniert eben nur, wenn Biodiversität und Ökosystemleistung funktionieren. Und wenn ich immer dafür höre, wie man den Mond besiedelt oder den Mars, dann muss man wissen, dass alle Ökosystemleistungen müssen wir von hier mitnehmen. Also es gibt, man kann auf dem Mars niemals wird man da Lebensmittel anbauen können. Niemals. Also es gibt das geht nur, wenn wir sozusagen fruchtbaren Boden von hier irgendwie da hinkriegen würden und was auch immer. Und dann denke ich auch, da wohne ich doch eigentlich lieber hier. Ist doch eigentlich praktischer als auf dem Mars. Ja. Aber das heißt, damit man das auch wirklich nochmal greifbar und anschaulich macht, weil ich glaube, bei vielen ist es eben sehr abstrakt mit diesen Tipping Points und was passiert dann wirklich, da hat auch jeder irgendwie was anderes im Kopf. Aber im Grunde genommen sind es ja mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also du hast ja einmal gesagt, die Überlebensfähigkeit des Menschen wird beeinträchtigt und bedroht durch das Thema, allein durch das Thema Temperatur. Also das heißt, wir alle wissen das ja, ab Fieber 41 Grad wird es lebensgefährlich. Also das heißt, wenn die Außenwärme so hoch wird, dass wir uns selber nicht mehr runterregulieren können, sei denn wir haben irgendwie soweit wird das gar nicht kommen. Okay. Das größte Problem, also der Östin, der ja auch schon bei euch zu Gast war, wenn man sich mit Klimawissenschaftlern unterhält und dann sagt man, wir sind jetzt, wenn wir auf so einem 4 Grad fahren, was passiert denn, wenn unser Planet 4 Grad warm ist? Unser Planet wird niemals 4 Grad warm werden, weil unsere gesamten Sozial- und Wirtschaftssysteme vorher kollabieren. Also, das ist eigentlich das, also. Ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, ich bin ja auch Unternehmensberaterin und dann, wir haben natürlich Unternehmen, die sehr gut verstehen, dass sie was machen müssen, aber wir haben immer wieder natürlich auch Gespräche, wo es heißt, wissen Sie, wir müssen Geld verdienen. Und Geld verdienen ist nur im Rahmen, also wir reden ja hier von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, von Naturgesetzen. Und wenn einer meint, dass er oder sie außerhalb von Naturgesetzen agieren kann, dann ist halt immer ein bisschen problematisch. Und Aber das heißt ja letztendlich so diese Szenarien, Konflikte, Verknappung, Trinkwasserverknappung, Nahrungsmittelverknappung, nicht mehr zu bewirtschaftende Gegenden und so weiter, das sind eigentlich die essentiellen Probleme. Genau, aber pass auf, jetzt soll ich jetzt mal ein bisschen die Stimmung wieder heben, indem ich mal... Ja. Genau, pass auf, heb mal die Stimmung. Genau jetzt. Sie hatte ja versprochen, dass ich hier ganz positiv erzähle und ihr seht jetzt Kakao und Schokolade, oder? Moment, ich muss es reinholen. Jetzt, ja. Okay, genau, passt auf. Jetzt zeige ich euch, wie man das alles rettet. Und zwar, indem man einfach nur Kakao und Schokolade isst und schön Kaffee trinkt. Erstmal nochmal so ein bisschen aber genau so ist es. Also jetzt easy, man muss noch nicht mal groß aufstehen dafür, man kann alles im Internet bestellen und dann setzt man sich schön zu Hause hin und isst die Schokolade und rettet dabei jede Menge Regenwald. Dazu muss man aber unsere Schokolade kaufen und ich erkläre warum. Also es wäre mir tatsächlich, wir alle denken ja immer, wir haben aber ja eigentlich nichts gemacht. Also keiner von uns geht irgendwie in den Baumarkt und fragt explizit nach Tropenholz oder wir fragen ja auch nicht extra nach Produkten, die mit Kindersklaverei erzeugt wurden oder so. Aber leider ist es möglich, diese Produkte in Deutschland auf den Markt zu bringen, ohne dass wir das merken. Und Schokolade ist leider ein ganz schlimmes Beispiel. Also bei Schokolade gibt es wissenschaftliche Publikationen, wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass tatsächlich der Konsum billigen Kakaos und Schokolade in Deutschland der Haupttreiber der Regenwaldzerstörung in den beiden Hauptanbauländern Ghana und Elfenbeinküste ist. Statistisch hat also tatsächlich jeder von uns 2015 40 Quadratmeter Regenwald zerstört. So sieht es aus. Also ich war da vor ein paar Jahren in Ghana, werden diese Flächen abgebrannt. Dieses Bild finde ich noch besonders traurig, weil die
Mädchen in ihren Schuluniformen eigentlich an ihrer zerstörten Zukunft vorbeigehen. Ja, und dann werden solche Monokulturen gemacht. Das sieht jetzt für einen Laien vielleicht gar nicht so schlecht aus, doch irgendwie alles grün und so ein bisschen fast wie Wald. Aber man erkennt, also ganz hinten rechts steht so ein abgestorbener Urwaldbaum und der Rest ist eben Kakao. Das ist eine Monokultur, das heißt Krankheiten und Schädlinge finden hier paradiesische Zustände. Der Boden wird total einseitig ausgelaugt und das Ganze kann man überhaupt nur am Leben erhalten, wenn man ordentlich Pestizide und Kunstdünger da draufhaut und ordentlich Gift. Und nach ein paar Jahren ist der Boden eben ausgelaugt und dann ziehen die Bauern weiter und brennen eben wieder Regenwaldflächen ab. Und es geht aber auch ganz, ganz anders. Und das ist, was wir in Peru machen. Wir arbeiten in Peru mit 45 Kakaobauernfamilien zusammen, mit 17 Kaffeebauernfamilien und noch mit diesen Paranuss-Sammlern. Also unsere Paranüsse zumindest kommen aus intakten Regenwäldern, sondern auch so eine Alternative zur ökonomischen oder zur Zerstörung von Regenwäldern, dass man doch eben diese Paranüsse sammelt und den Wald schön stehen lässt. Also zur Erinnerung, so sah das in Ghana aus, so eine Anbaufläche von Kakao. Und das ist eine unserer Anbauflächen von Kakao. Und wir haben genau das gemacht, was ich so im großen Modell gezeigt hatte. Also 350 Millionen Hektar degradierte Fläche, daraus muss man doch was machen können. Und das ist, was wir aus degradierten Flächen gemacht haben. Also das sind hier Flächen, die hatten Landwirte verlassen, da wuchs nichts mehr drauf. Und wir haben durch so eine ganz ausgeklügelte Form der Landwirtschaft erst so Bodendeckerpflanzen, dann kleine Bäumchen da reingepflanzt. Und auf diesen Flächen, also hier diese Fläche von diesem Landwirt zum Beispiel, also hier produziert er seinen Kakao, aber er baut eben auch hat bis zu 70 verschiedene Arten einheimische Baumarten angepflanzt. Er produziert da andere Lebensmittel, also hier mal so ein paar Beispiele. Da gibt es Bananen, da gibt es Mandarinen, Orangen, Äpfel, Zitronen, Pflaumen, Zimt, Ingwer, Chili, alles wird da auf den gleichen Flächen angebaut. Und das Besondere ist, dass wir mit diesen Kleinbauern direkt handeln. Ja, das große Problem normalerweise ist, es gibt viele Probleme. Ein Problem ist, dass die meisten Kleinbauern überhaupt keine Ahnung haben, wie man so ein Agroforstsystem errichtet. Das machen wir. Wir haben ungefähr 65 Hektar hochdiverse Agroforstsysteme errichtet. Das Gute oder das Spannende bei unseren Bauern ist, dass denen auch noch 900 Hektar intakter Regenwald gehören. Die haben sie vom peruanischen Staat übereignet bekommen. Ruhig mit der Aufforderung, könnt ihr alles abbrennen, macht ihr halt nach und nach Kakao drauf. Und unsere Bauern haben gesagt, nee, dadurch, dass wir diese tollen Agroforstsysteme jetzt haben und können wir dauerhaft dieselben Flächen bewirtschaften. Und wir haben verstanden, wie wichtig Regenwald ist, um eben Wasserhaushalt aufrechtzuerhalten, Nährstoffkreisläufe, weil da Bestäuber drin leben, die unsere Nutzpflanzen bestäuben etc. Deswegen wollen wir das erhalten. Das heißt, wir schützen 900 Hektar intakten Regenwald, haben 65 Hektar Kakaoanbaufläche, ungefähr 10 Hektar Kaffeeanbaufläche, die auch in solchen Agroforstsystemen ist. Und die Paranüsse, die sammeln wir in Konzessionen, die sind ungefähr 700 Hektar jeweils groß. Und wenn man sich die Zahlen also hier so anguckt, also dann haben wir insgesamt ungefähr 80 Hektar Agroforstsystem, Kaffee und Kakao. Wir schützen insgesamt 1000 Hektar Regenwald. 500 Menschen leben davon, was wir hier machen. Der Genuss 100%, genau. Und diese 200.000 Tonnen, das ist ganz, ganz, ganz konservativ geschätzt, wie viel Kohlenstoff in diesen 1000 Hektar wir schützen, also wie viel Kohlenstoff wir an der Freisetzung hindern. Und die positiven Effekte auf Biodiversität etc., die sind unzählbar. Und das ist wir sind ein Mini-Projekt, also wir machen das mit 45 Kaffee und 45 Kakao und 17 Kaffeebauernfamilien. Das ist ganz, ganz klein. Wir könnten es auch größer machen, wenn wir eben mehr Sichtbarkeit erzielen würden, weil ich vermute mal, dass die meisten, die heute hier zuhören, auch noch nie von der Firma Peruporo gehört haben. Und das bedeutet natürlich, wenn wenig Leute uns kennen, wir auch nur relativ wenig Produkte verkaufen können, wenn es uns gelingen würde,
das ja mehr zu verkaufen, dann könnten wir den Bauern wiederum noch mehr abkaufen, mehr Bauern würden Mitglied in der Kooperative werden etc. Ja, Schokolade und Kaffee haben wir und jetzt sage nicht nur ich, dass das alles so toll ist, sondern wir haben hier so ein paar, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Trust Symbols. Also wir waren nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, wir haben den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte gewonnen, wir haben den Sustainability Heroes Award in der Kategorie Biodiversität gewonnen. Unsere Schokoladen sind alle vielfach ausgezeichnet, also die da oben links mit dem Schmetterling, die ist gerade Europameisterin, die in der Mitte mit dem ARA, die ist gerade Vize-Weltmeister, also ganz, ganz großes Kino, würde ich sagen. Genau, jetzt bin ich wieder bereit für Fragen. Also nur, falls jemand sich da irgendwie nochmal mit mir austauschen will oder ja, also man kann sich jederzeit über LinkedIn bei mir nochmal melden oder dann natürlich auch aus entweder unsere Seiten angucken oder Instagram gucken, was wir da machen. Genau. Genau. Gibt hier und ganz natürlich viele Fragen. Bald alles schon lesen. Sehr gut. Genau. Die erste Frage ist schon mal vegan, Fragezeichen. Ja, also die dunklen, ja. Also wir haben nur ein einziges nicht veganes Produkt und das ist die dunkle Vollmilchschokolade, also die mit dem Schmetterling. Aber hier der Vize-Weltmeister und diese, die ist auch hoch dekoriert, die sind vegan. Und die anderen Produkte auch. Also wir haben ja auch Kakaomasse, Kakaopulver, Kakaonips, das ist alles vegan. Sehr gut. Und die Firmenname wurde hier auch nochmal gefragt. Peru Puro. Kann ich hier was reinschreiben? Genau. Genau, ich kopiere es dann rüber. So, genau. Wir haben aber natürlich auch sehr kritische Zuschauerinnen und Zuschauer. Sehr weil gut. Natürlich ist ja so die Frage, aber ist das jetzt der richtige Punkt, um alles andere sozusagen damit zu lösen, indem wir nur noch sozusagen Kaffee und Schokolade essen? und vor allen Dingen, also selbst wenn wir das so täten, war hier die Frage, ließe sich damit überhaupt die tatsächliche Nachfrage überhaupt befriedigen? Mhm. Und das kommt dann zu dem Folgeproblem, also nur für sehr reiche Menschen, diese Art von Schokolade. Oder wäre ein Verbot an manchen Stellen viel notwendiger? Mhm. Und, genau, also klar, also in Deutschland kann man davon ausgehen, dass 98% der Schokoladen, die in Deutschland verkauft werden, da wird der Kakao von Kindern und teilweise in sklavenähnlichen Zuständen geerntet. Das ist völlig legal. Kann man alles in Deutschland importieren, überhaupt kein Thema. Alles erlaubt, ja. Und natürlich könnte man sagen, ja, okay, dann verbieten wir das. Also, und dann würde es quasi nur noch, also unsere und Schokolade von ein paar wenig anderen Anbietern geben. Das, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, nee, Verbot ist super, aber wir sehen ja, also damit eine Regierung Verbote aussprechen kann, muss sie gewählt werden. Und ich erinnere nur daran, dass die Grünen irgendwie mal vorgeschlagen haben, dass man einmal in der Woche kein Fleisch isst oder irgend sowas, mit dem Ergebnis, dass es gleich hieß, jetzt verbieten, werden uns schon die Politiker sagen, was wir noch essen dürfen. Also ich wäre Verbot von Regenwaldzerstörung, Kindersklaverei, würde ich super finden, aber das würde den meisten Lebensmittelkonzernen in Deutschland nicht gut gefallen. Die zweite Sache ist der Preis. Alle Schokolade kostet exakt gleich viel. Die Frage ist nur, wer zahlt. Bei uns zahlt der, der die Schokolade isst. Und bei billiger Schokolade zahlt der, der den Kakao angebaut hat. Und da kann man sich schon fragen, was denn gerecht ist. Und ich würde dann schon sagen, es ist sicher nicht gerecht, dass wir sagen, die wir in einem reichen Industrieland leben, dass weil wir ein Recht auf billige Schokolade haben, in den Tropen Regenwald zerstört werden muss und Kinder versklavt werden, weil wir eben ein Anrecht auf günstige Schokolade haben. Und vielleicht nochmal zu dem ersten Teil. Natürlich kann man sagen, dass also Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade sind ja alles Güter aus den Tropen. Die wachsen nur, die wachsen nur weit weg von uns. Also Kakao kann man in Mitteleuropa nicht anbauen. Kaffee kann man in Mitteleuropa nicht anbauen. Und natürlich, und das würde ich auch sagen, muss jeder für sich selber entscheiden, also brauche ich Produkte, die so einen so langen Weg hinter sich haben? Also muss das sein oder muss das nicht sein? Also warum, man kann ja auch Wasser trinken, also man muss weder Tee noch Kaffee trinken. Wir sind schon auch irgendwie dafür, dass zum Beispiel, eigentlich sagen wir, okay, die Leute sollen lieber weniger Schokolade essen, aber dann eine, die halt einen positiven Effekt auf Regenwald hat und nicht eine, die einen negativen Effekt auf Regenwald hat. Im Schnitt isst jeder Deutsche, glaube ich, 11 Kilo Schokolade im Jahr.
und trägt dazu eben schön zur Entwaldung bei. Geht ja auch anders. Genau, es gibt kein Menschenrecht auf Schokolade, genau. GEPA-Schokolade ist meine Quelle für Kaffee, ja, aber genau, das ist nicht biodiversitätsfreundlich. Also das ist auch echt eine kritische Sache, sich das anzugucken. Also weder eine Bio, wir sind auch biozertifiziert, ist alles ganz klar, aber eine Biozertifizierung hat nichts mit Biodiversitätsschutz zum Beispiel zu tun. Und vielleicht auch mal, also bei auch ein Fairtrade-Preis ist ein Preis, der eine Garantie für den kleinen Bauern. Bei Kakao sage ich euch mal die Zahlen. Der Weltmarktpreis von Kakao, der liegt so bei etwas über $2,000 die Tonne. Der Fairtrade-Preis, der liegt ungefähr bei $500 weniger, also so $1,500 ungefähr, weil der Bauer diesen, der kriegt die $1,500 an seinem Hof und dann wird ihm quasi das Geld vom Weltmarktpreis abgezogen, was man noch für den Transport braucht zum Exporthafen. Und wir zahlen $4,600 pro Tonne. Okay. Ja, vor allen Dingen, weil es ist ja dann, also weder Bio noch Fairtrade, eben dann die Garantie, dass es keine Monokultur ist. Das ist ja, glaube ich, Nee, das überhaupt nicht. Also man, im Gegenteil, man kann sogar, man kann Regenwald roden, dann macht man eine Monokultur Kakao und die kann man biozertifizieren lassen, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Das betrifft nur also dann darf man da keine Pestizide verwenden oder je nachdem, was man für eine Zertifizierung hat, nur ein eingeschränktes Set an Pestiziden und Kunstdüngern. Aber ursprünglich, dass man da Regenwald zerstört hat, das ist erlaubt. Gibt es denn ein Label für Biodiversität? Also wo man dran erkennt? Gibt es nicht, ne? Nee, genau. Das ist für uns wirklich schlimm, weil natürlich wir auch blöderweise dann nur das Bio-Siegel haben. Und jede zweite Schokolade bei Aldi hat ja ein Bio-Siegel. Es gibt kein Siegel für Biodiversität, leider. Lass noch eine Kakaofrage stellen und dann kommen wir wieder so ein bisschen ins Allgemeinere. Du hast ja von diesen degradierten Flächen gesprochen. Wie sieht es da mit den Besitzverhältnissen aus? Also warum konnte da so ein Projekt überhaupt gestartet werden? Ja, also diese Flächen, wir haben in Peru eine Landflucht interessanterweise. Also, oder was heißt interessanterweise? Die Menschen, die machen eine Weile, betreiben die Landwirtschaft und dann können sie da eben keine Landwirtschaft mehr betreiben, weil der Boden ausgelaugt ist. Und dann versuchen sie normalerweise in die Städte zu gelangen, um da zum Beispiel im Tourismus in Cusco zu arbeiten oder im Straßenbau. Das ist tatsächlich sogar ein Riesenproblem für uns. Also auch wir haben so ein bisschen Nachwuchsprobleme bei unseren Bauernhöfen, weil die jungen Leute lieber im Straßenbau arbeiten, als Kakaobauer zu werden. Obwohl das natürlich gesundheitsschädlich ist und was weiß ich. Genau, und deswegen gibt es in der Region riesige Flächen, die brach liegen. Also die verlassen sind, die niemand mehr nutzen möchte. Die Flächen bei uns, alle unsere Bauern haben ihre Flächen eingemessen und sie sind auch in einem Grundbuch eingetragen. Also wir, das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit, wir handeln den Kakao mit landbesitzenden Bauern, also nicht mit Landlosen, oder bei uns gibt es keine, also zum Glück gehören denen alle diese Flächen. Und das zum Beispiel, wir könnten ja rein theoretisch auch sagen, auch wisst ihr was, wir kaufen mal die Flächen und dann können die Bauern ja bei uns arbeiten und das machen wir aber wollen wir eben nicht machen, weil wir wollen ja, dass die Landbesitzer sind und nicht, dass da irgendwelche europäischen Gringos kommen, wenn es den Begriff überhaupt gibt, und denen die das Land wegnehmen. Mhm. Dann noch eine Frage, tatsächlich explizit dazu. Der ökologische Anbau zieht doch auch neue Arten an. Bei Bananen fällt einem ja direkt mal der Affe ein, Zwinker. Ja. Wenn diese sich nun in einem Gebiet einfinden, weil ihre Nahrung dort gedeckt wird und diese leisten jedenfalls auch wieder für andere Arten durch ihren Kot eine Lebensgrundlage, welche Arten werden dann feindlich behandelt und welche nicht? Also das sind ja auch für die Anbauenden wiederum Parasiten, Ertragsminderung. Ja. Aber das ist eben auch das Coole bei so einem biodiversitätsreichen Anbausystem, dass man so ganz normale Räuber-Beute-Beziehungen auch hat. Also ich kenne das, ich habe lange in Westafrika gearbeitet, da hat man eben überall diese Monokulturen, da gibt es fast gar keine Wildtiere mehr, die sind da leider alle
eliminiert worden. Aber zum Beispiel, wenn es da noch Schimpansen gab, die Schimpansen warten stundenlang und beobachten so ein Kakaofeld. Und erst wenn sie ganz, ganz sicher sind, dass da keiner ist, dann gehen sie da hin und räubern das halt richtig. Und solche, also in diesen hochdiversen Agroforstsystemen steht ja eigentlich so wenig Kakao, dass wir solche Probleme überhaupt nicht haben. Und wir haben also lustigerweise auch wirklich ein paar Bauern, die totale, also wir haben zum Beispiel einen, der hat gesagt, ja nee, die Papageien, die hätten ihm da immer das Obst weggefressen. Aber dann hätte er beobachtet, dass die Papageien so eine bestimmte Palme total gerne mögen. Und dann hat er halt einfach so ein paar von diesen Palmen gepflanzt, damit die Papageien mal schön von der Palme fressen und nicht mehr von seinem Obst. Und das hat scheinbar irgendwie ganz gut funktioniert. Genau. Und insgesamt hat man eben, ja, man hat halt natürliche Räuber-Beute-Beziehungen. Das heißt, man hat nicht dieses Überhandnehmen von einzelnen Arten, die dann von Schädlingen oder also bei uns gibt es eben nicht nur Affen, bei uns gibt es auch Jaguare, bei uns gibt es nicht nur nicht nur fruchtfressende Vögel, sondern auch Greifvögel. Also und das stabilisiert die ganze Sache dann ganz gut. Jetzt tatsächlich, ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr kritische Leute bei uns, aber ist es richtig, dass ich dich so auch nicht, also ich habe dich, glaube ich, nicht so verstanden, dass du sagst, das ist jetzt die einzige Lösung, um Biodiversität weltweit sozusagen, also kauft alle Schokolade und die Welt wird jetzt super. Nee. Sondern ich verstehe es ja, es ist sozusagen ein kleines Beispiel, um zu zeigen, wie man anders produzieren kann. Müsste und könnte. Also es ist vor allen Dingen ein Beispiel, wo wirklich eben jeder mitmachen kann. Also weil wirklich, es kann, also wenn man Schokolade kauft, kann man halt die kaufen, wenn man Kaffee trinkt, kann man halt den kaufen. Also das macht eben schon wirklich einen großen Unterschied. Also ich sage jetzt nicht, dass man seinen Kaffeekonsum verzehnfachen soll, damit man möglichst viel von unserem Kaffee trinken kann. Aber man kann eben den Kaffee, den man bisher trinkt, ersetzen durch diesen Kaffee. Und dann hat man auf jeden Fall was Positives gemacht für Biodiversität. Insgesamt, wäre eine Lösung für die Regionen, in denen Kaffee und Kakao angebaut wird. Und da wäre es eine Lösung für alle, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen mitbekommen, oder was natürlich auch manchmal ist, dass Leute denken, ja, aber dann produziert man doch viel weniger. Und das ist in dem Fall übrigens genau das Gegenteil der Fall, weil Mücken als Bestäuber von Kakao in diesen hochdiversen Agroforstsystemen sich viel, viel wohler fühlen, haben wir, obwohl wir viel weniger Kakao haben, viel höhere Erträge. Also diese Systeme, die ich euch aus Ghana gezeigt habe, da wird pro Hektar ungefähr 250 Kilogramm Kakao geerntet. In unseren Systemen ungefähr 500 Kilogramm Kakao. Und dazu werden ja eben noch eine Vielzahl von weiteren Nutzpflanzen angebaut. Also die Bauern können sich selber ernähren durch diese Pflanzen, also diese anderen Nutzpflanzen, die sie anbauen. Sie produzieren aber eben auch für den lokalen Markt, was ihr Einkommen total steigert. Und dann eben diese vielen einheimischen Baumarten, darunter sind schnell wachsende Arten, die als Bau- oder Brennholz Verwendung finden, und langsam wachsende Arten, die quasi wie ein Bankkonto, ein funktionierendes Bankkonto, immer wertvoller werden. Und die Bauern, also die sind alle eingemessen, diese Bäume. Das heißt, der Bauer kann auch wirklich dem Staat gegenüber, also er hat ja eben gehört, dieses Land, und er hat aber sogar diese Bäume eingemessen. Also es gibt einen Baumkataster und der kann zeigen, hier dieser Mahagoni, es ist mein Mahagoni, den habe ich da gepflanzt. Was du gerade erzählst, ist ja ganz spannend, eben dadurch, dass ihr halt eben diese spezielle Konstellation habt, also quasi so eine eigene Ökosystemleistung quasi da jetzt eben herauszieht, habt ihr bessere Erträge, als wenn man das jetzt halt irgendwie so üblich industriell macht. Ich habe sowas Ähnliches auch mal gehört, eben wenn es jetzt um so Schädlingsbekämpfung geht, über Marienkäfer, also dass, wenn es im Landwirtschaftsbereich, dass dann eben halt, wenn man das jetzt auch ein Stück weit in Ruhe lässt und das gesund ist, sich dann auch eben so selber reguliert und dann eben das, was du sagst, ist ja quasi so dieses, wir haben höhere Erträge und dass man damit halt eben auch weniger, so Erntefeinde hat oder Schädlinge oder eben dadurch, wenn man das für sich überlässt. Genau. Also bei uns ist natürlich, man muss sagen, dass unsere Nutzpflanzen sind ja hauptsächlich Gräser, also Getreidesorten zum Beispiel, und die kann man natürlich, die wachsen in großen, reinen Beständen, die kann man maschinell ernten. Da gibt es natürlich schon große, also es wird keiner auf die Idee kommen, Weizen in Agroforstsystemen in Deutschland anzubauen. Das funktioniert auch gar nicht. Aber Pflanzen wie Kaffee oder Kakao, die kommen ja ursprünglich aus dem Unterwuchs tropischer Regenwälder und fühlen sich da eben besonders wohl. Und da ist es eigentlich totaler Quatsch, die in Monokulturen anzubauen.
Jetzt gehen wir tatsächlich nochmal auf die sogenannte Gretchenfrage, die gestellt wurde. Weil wir, wie gesagt, wir können, glaube ich, uns nicht nur, also wir sind ja nicht nur abhängig von Kaffee und Kakao letztendlich und so ein paar andere Sachen, sondern wir haben ja eine Welt um uns herum mit sehr vielen anderen Produkten etc. pp. Und die Gretchenfrage, die ja gestellt wurde, ist der Kapitalismus oder überhaupt die Art unseres Wirtschaftens im Moment in seiner jetzigen Ausprägung überhaupt auf Dauer so ein tragfähiges System? Oder anders formuliert, nee, genau. Was sagst also, du zu diesem Wachstumsparadigma etc.? Genau, also das muss ich, bin ja Naturwissenschaftlerin und da kann man sagen, natürlich, es gibt, erstens gibt es sowieso keine permanent wachsenden Systeme, also das, und auf einem endlichen Planeten geht es, es geht halt nicht, also das gibt es nicht. Und deswegen natürlich ist dieses Wachstumsparadigma irgendwie absurd. Und man muss sagen, einen großen Fehler, den wir gemacht haben, wann immer der passiert ist, aber wir haben es ja erlaubt als Gesellschaften, dass Umwelt- und Sozialkosten externalisiert werden dürfen. Und das ist ja, was ich eben gesagt habe, also jede Schokolade kostet gleich viel. Bei uns bezahlt man halt den normalen Preis und bei dem anderen Schokoladen sagt man, naja, sollen doch die Kinder zahlen, also die den Kakao ernten. Also und der Königsweg wäre auf jeden Fall, wenn wir sagen könnten, okay, alle Umwelt- und Sozialkosten müssen externalisiert werden. Dann wäre zum Beispiel unsere Schokolade mit Abstand die billigste Schokolade auf dem Markt. Dann würde es bestimmte andere Produkte gar nicht mehr geben, weil die so viel Natur- und Sozialschaden generieren. Aber das wäre eben eine wirklich komplette, ein kompletter Umbau unseres Wirtschaftssystems. Und ich glaube, also ja, so gut es wäre, wenn es so, wenn wir das hinkriegen würden, glaube ich, ja, es ist nicht so viele Leute, sehe ich nicht unmittelbar. Haben. Wie bitte? Haben nicht so viele Leute Bock drauf im Moment, weil das nee, hast genau. Du ja also wir erlauben, gesagt. Also es ist ja klar, wenn ich Umwelt- und Sozialkosten externalisiere und Gewinne privatisiere, dann ist es eigentlich ist ja super. Ich irgendeinen anderen, ich schädige jemanden und kann aber, also ich schädige die Allgemeinheit und mache private Geschäfte, ist irgendwie ganz cool. Da kommen wir tatsächlich auch später noch zu. Und das Spannende ist halt dieses, wenn man das jetzt mal diese verschiedenen Krisen zusammennimmt, ne? Wenn man soziale Ungleichheit, Umverteilung, wenn man eben die Verhältnisse zwischen Nord- und Südhemisphäre anschaut, wenn man das Thema Biodiversität anschaut, Klima anschaut und alle anderen planetaren Grenzen, so, ne? Also sich das komplette Donut-Modell mal anguckt und dann überlegt dieses, wie sollen wir das denn weiter mit der herrschenden Ordnung betreiben, dann kommt man am Ende auf wenig Antworten. So, ne? Also die Frage ist halt, wir werden wahrscheinlich irgendwann zu transformativen Situationen kommen, wo wir uns dann irgendwie verändern müssen. Die Frage ist nur, ist es bei Design oder bei Desaster? Also kommt das genau. Die Verhältnisse dazu zwingen oder haben wir noch die Möglichkeit, das so zu machen, dass es uns nicht übertrieben wehtut? So, deswegen ist halt aber ihr seht nur, reden halt eben. Ja, genau. Aber wenn es schon, also man sieht es, also jetzt ganz grundsätzlich sehen wir es quasi jeden Tag mit der Diskussion bei unserem Kaffee und Kakao und Schokolade. Und das ist ja einfach, das ist ja eigentlich noch gar kein Konfliktthema. Also weil, wie gesagt, das ist ja kein Grundnahrungsmittel und kann man sich überlegen, ob man davon so viel essen oder trinken muss oder nicht oder was da der ökologische Schaden ist. Und jeder von uns kann sich leisten, dann isst man halt weniger Schokolade, dann kostet die halt mehr und beim Kaffee genauso. Aber schon da sieht man ja, dass es immer eine große Diskussion gibt. Und wir haben ja andere Themen, wo die Umstellung vielleicht noch viel, ja, viel dramatischer wäre. Auf der anderen Seite, weil ich ja heute nicht so viel Zeit oder nicht euch ja nur zuballern wollte mit Folien, aber ich habe immer noch so eine, wenn man sich mal anguckt, wir sind ja seit 2008 quasi in einem Dauerkrisenmodus. Wir hatten erst Finanzkrise, dann hatten wir Flüchtlingskrise, dann hatten wir Corona-Pandemie, dann hatten wir, jetzt haben wir Krieg, dann haben wir wieder, jetzt haben wir Winterdürre. Und viele Leute denken, boah, Mensch, jetzt haben wir aber echt Pech. Jetzt hatten wir die eine Krise gerade irgendwie hinter uns und jetzt trifft es uns schon wieder. Und da muss man sagen, sage ich nochmal, jetzt bin ich bei 49% schlechte Nachrichten, jetzt sage ich nochmal diese, mache ich nochmal die 50% voll und dann sage ich nur noch positive Sachen. Aber das ist der Anfang, so ist Aussterben. Aussterben ist nicht, es macht Peng und alle Menschen sind tot, sondern das ist Aussterben, das Zunehmen von Risiken, von Krisen, immer mehr Probleme. So hat sich der Tyrannosaurus Rex vor 66 Millionen Jahren gefühlt und der war noch nicht mal schuld an dem Desaster, was ihm das Leben gekostet hat.
jetzt, wo ich auch die Biologin hier habe, es gibt ja so dieses Gleichnis vom Frosch im kochenden Wassertopf. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Mythos ist oder wirklich stimmt. Ja. So. Ist das aber so? Also ich hoffe, da ist ein so unethisches Experiment, dass ich hoffe, dass es keiner macht. Aber zumindest passt so ein bisschen die Metapher, also für die Metapher nicht geläufig haben. Also quasi, es heißt immer, der Frosch, der in einem Topf sitzt und langsam erwärmt wird, kriegt sozusagen gar nicht mit, dass er da gekocht wird. Ja, also das ist aber Quatsch. Also wie ein Mensch auch. Also ein Mensch, das auch würde, also natürlich kann man, wenn das Wasser sich langsam erwärmt, merkt man es weniger schnell, als wenn es sich schnell erwärmt. Aber ehrlich gesagt, der Frosch lässt sich da auch nicht kochen. Kann ich mir nicht vorstellen, als Biologin. Dann nochmal die Frage, weil du ja gesagt hast, externalisierte Kosten. Da kam jetzt gerade auch im Chat so das Stichwort CO2-Bepreisung, aber ich glaube, du gehst noch weit darüber hinaus, oder? Ich würde da ganz kurz das kurz selber mal ganz hier beantworten wollen, dass dir geschrieben ist, dass doch die Idee des CO2-Preises und ein wichtiges Missverständnis dabei, der CO2-Preis soll nicht die Externalitäten internalisieren, also Naturverbrauch bepreisen, sondern er soll grundsätzlich halt Emissionen teurer machen. Aber es ist nicht der Preis. Der wahre Preis von einer Tonne CO2 liegt bei 698 Euro und der Preis von einer Tonne CO2, die man bezahlen muss, liegt bei knapp 100. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil, und deswegen reagiere ich da auch direkt drauf, weil das nämlich sehr häufig angeführt wird als tatsächlich Feigenblatt-Argument, dass man sagt, naja, ihr könnt alle die Schilder runternehmen, ihr müsst doch nicht mehr demonstrieren, das ist alles gut, weil wir haben ja einen CO2-Preis. Das hat einen gewissen Effekt, aber nicht den Effekt so. Also Externalitäten internalisieren, ganz andere Nummer. Ja, genau. Genau, also ja, die Idee des CO2-Preises, genau, also natürlich, also vielleicht nochmal, weil ich mich damit auch wissenschaftlich oder auch tatsächlich in unserem Beratungskontext mit beschäftige, dass mache ich nochmal so einen Schlenker um diese CO2-Geschichte. Das ist tatsächlich im Moment eine der Möglichkeiten, stehende Wälder in Wert zu setzen. Also so wie wir es machen, ist eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, der Regenwaldschutz, der ist ein Teil des Preises der Schokolade. Eine andere Möglichkeit ist eben, dass man sagt, okay, wir generieren CO2-Zertifikate aus stehenden Wäldern. Und wo die Reise aber hingeht, ist, hoffentlich muss man mal sagen, dass es auch irgendwann Biodiversitätszertifikate geben wird, wobei der Unterschied da dann immer sein muss, dass es keine Kompensation für Eingriffe in die Natur ist, sondern dass Biodiversitätszertifikate nur positiv sein können. Also man kann nur Zertifikate generieren, wenn man mehr für Natur macht, aber nicht, wenn man da so ein Nullsummenspiel draus macht. Und da gibt es viele auch große Finanzakteure, die sich im Moment damit beschäftigen, denn wenn man sich den Wert anguckt, das hatte ich ja in der einen Folie gezeigt, dann reden wir von so gigantischen Werten, dass es eigentlich, dass viele Investoren oder so Banker sagen, ja nee, dann lass uns doch mal überlegen, wie wir investierbare Produkte herstellen können mit dem Schutz von Natur. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass da dem einen oder anderen eine gute Idee kommt, bevor wir immer mehr kaputt gemacht haben. Absolut. Vielleicht nochmal, ich hatte vorhin, das will ich nochmal ganz kurz, weil das so eine Frage, die immer kommt, dass irgendeiner irgendwas gesegelt hat und ob wir nicht die Schokolade segeln können. Ökonomie. Unsere Schokolade wird am Osthang der Anden produziert. Sie muss die Anden überqueren, kommt dann zum Hafen von Callao in Lima, muss dann den Panama-Kanal durchqueren. Eine Durchquerung des Panama-Kanals kostet irgendwie 100.000 Euro oder so. Wenn man das mit einem Segelschiff machen würde, würde jede Tafel Schokolade ungefähr 500 Euro kosten. Und deswegen segeln wir die nicht. Man muss streng genommen sagen, dass das haben wir neulich mal schön ausgerechnet, in dieser Tafel Schokolade stecken 16 Gramm CO2 durch den Transport. Und jede Tafel durch den Regenwaldschutz und durch diese Agroforstsysteme bindet mindestens 200 Gramm CO2. Also wir sind zehnfach CO2 positiv, trotz des Transports mit einem Containerschiff. Gut zu wissen.
Wir haben noch ein paar Fragen. Ich gucke gerade, was so gerade gut reinpassen würde. Wir hatten es ja gerade so ein bisschen von Transformationshebel und so weiter und so fort. Hier die Frage, angesichts schwacher Umweltvölkerrechtsverträge, COP15, mhm, Finanzierungslücke von über 700 mhm Milliarden, da scheint sich jemand mhm gut auszukennen, ja, mhm, postfaktischen Bundespolitikern, Sie FDP, wo siehst du die Kräfte der Transformation neben mhm Schokolade und Kakao? Also ich berate gerade, also das ist jetzt mal nur ein Beispiel, aber ich berate gerade ein amerikanisches Fintech, was, also ich muss da ein ganz kleines bisschen ausholen, der Kongo, die Demokratische Republik Kongo, stellt gerade 28 Millionen Hektar größtenteils Regenwaldflächen, bieten sie zur Versteigerung für Ölkonzessionen an. Wenn diese Ölkonzessionen gezogen werden würden, dann hätten wir die größte Kohlenstoffbombe der, ja, für Jahrzehnte gezündet. Und dieses amerikanische Fintech hat gedacht, das sind lauter so Wall Street Banker, die haben gesagt, nee, komm, wir bieten dagegen. Wir bieten gegen diese Ölkonzessionen. Wir wollen 28 Millionen Hektar Naturschutzgebiet machen, idealerweise sogar noch mehr, damit die Demokratische Republik Kongo dieses 30%-Ziel erreichen kann. Und da soll das gemacht werden mit dieser Krücke mit Kohlenstoffzertifikaten aus stehenden Wäldern. Aber das ist, also ich bin auch im wissenschaftlichen Beirat des WWF Deutschland und bei der IUCN und was weiß ich, in 1000 Gremien. Und da muss man schon sagen, dass diese Dimension natürlich interessant ist. Also keine Naturschutzorganisation, der würde es gelingen, auch nur annähernd dagegen anstinken zu können, gegen solche großen Ölfirmen. Und auch da sage ich jetzt nicht, dass das die allein seligmachende Lösung ist, aber es ist eben schon, ja, es ist schon sehr interessant, weil das zum ersten Mal eigentlich einem großen Regenwaldland gesagt wird, okay, wir bezahlen dich dafür, wir sagen dir nicht, rein theoretisch könntest du doch auch Geld dafür nehmen, den Wald stehen zu lassen, sondern wir geben dir das Geld. Hier kriegst du das Geld auf den Tisch, wenn du den Regenwald stehen lässt. Hm. Und das ist schon eine andere Nummer. Und dann, ich glaube, es wurde schon, oder ihr hattet es eben gesagt, also COP15 oder so, das ist alles irgendwie so ein bisschen zahnlose Tiger, das haben wir ja alles schön brav unterschrieben, jetzt auch zum Beispiel Deutschland, also vielleicht nur mal für die, die es nicht wissen, das heißt, oder ein Teil des Abkommens ist, dass 30% der Landfläche, zum Beispiel auch in Deutschland, bis 2030 unter Schutz gestellt werden sollen. Im Moment hat Deutschland 6,4% seiner Landesfläche unter Schutz gestellt. Und jetzt hat Deutschland das unterschrieben. Und jetzt kann man sich vorstellen, ja, wo sollen eigentlich diese verbleibenden 23,6% herkommen? Also so viel Land gehört gar nicht dem Staat. Das muss ja von irgendeinem weggenommen werden. Also soll das jetzt einem Waldbesitzer weggenommen werden oder einem Landwirt oder bauen wir ganz viel Städte und Autobahnen zurück oder wie wollen wir das eigentlich machen? Also wir haben was unterschrieben, wo jetzt in einem Land wie Deutschland, und das gilt für die meisten Industrienationen, man sich fragen kann, okay, wie soll das überhaupt umgesetzt werden? Aber es ist ja unterschrieben, das heißt nicht, dass man es, kann natürlich ewig dauern, bis man es ratifiziert und in nationales Gesetz überführt, aber unterschrieben ist es. Also deswegen, ja, vielleicht kommt die Transformation mal daher. Wenn es darum geht, was wir alles unterschrieben haben, die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundeswehr sagt ja auch, sagt ja einige interessante Ziele auch bis 2030. So, ne? Mhm. Also die möchten mhm ja als auch in den planetaren Grenzen leben und mhm wirtschaften und so weiter. Also unterschrieben ist da eine ganze Menge. Das spannend stimmt, ist aber auch, ja, die Bundespressekonferenz-Sendung, wo, nachdem das unterschrieben worden ist, da hat Thilo Jung von Jung und Naiv tatsächlich in der Bundespressekonferenz die Vertreter der Bundesregierung dazu befragt. Die mhm Auffassung der Bundesregierung ist, all die Ziele, die unterschrieben sind, sind bereits erfüllt. Also, ja, also okay, das ist, also ich habe also ja Mathe in der 11. Klasse abgegeben, aber ich glaube, meine Mathekenntnisse reichen trotzdem, um zu sagen, dass ja, das es nicht ist, stimmt. Also, genau, also es ist wirklich gruselig zwischen diesem so, ja, okay, was ist es denn und wie liest man das und was ist, weil ich meine, Paris halten wir ja auch schon mit unserem Klimagesetz jetzt schon nicht ein und wir halten dieses Klimagesetz nicht ein. Also neben dem, was man irgendwie vielleicht irgendwie will und dem, was man dann irgendwie tut, mhm, am Ende geht aber es ist natürlich an. Genau, also aber eine Regierung, also auch wenn die jetzt behaupten, das hätten sie ja schon längst umgesetzt, macht sich natürlich
also es ist leichter, eine Bundesregierung vor den Kadi zu zerren, wenn man unterschrieben hat, dass 30% geschützt werden sollen. Und dann kann man sich da vor Gericht oder wo auch immer streiten, ob das stimmt, als wenn man das gar nicht erst unterschrieben hätte. Also insofern, als wir. Ja, es ist schon mehr als das. Genau, es ist immer, also natürlich würde ich sagen, alles ist irgendwie immer zu langsam und zu spät. Aber aber aufgeben ist ja auch irgendwie keine Option. Nee, und trotzdem fühle ich mich heute tatsächlich, heute bin ich mal derjenige, der wahrscheinlich heute Nacht in seinen Kissen weint und schreit. Nein. Nein, weil tatsächlich das Deprimierende an dem Punkt ist ja, dass das Beispiel, was du gerade gesagt hast mit dem Kongo, da sprechen wir ja eigentlich noch gar nicht von Transformation, sondern wir sprechen ja immer noch von der Verhinderung der Zerstörung. Also und zwar mit Mitteln, die noch nicht mal, also die aus Zufall entstehen, weil ein Fintech sozusagen die Motivation für sich entdeckt hat aus Zufall, weil das ist ja der sogenannte Markt, der dann entscheidet, weil er sich zufällig entschieden hat, das ist ein wichtiges Thema, wo ich mich dann frage, wo zur Hölle ist eigentlich die Politik? Und zwar global gesehen. Und ich fand da ein sehr gutes Beispiel, Stichwort auch nochmal jung und naiv, Claudia Kempfert, die vor kurzem bei Thilo saß. Und da gab es wirklich ein Beispiel, das war für mich so dermaßen einleuchtend, nämlich zu sagen, liebe Leute, wir haben damals auch die Sklaverei verboten. Okay, wir haben sie heute großteils immer noch, aber zumindest haben wir mal eine Gesetzgebung geschaffen, die eine wirtschaftliche Praktik ganz klar global ausgeschlossen hat. Und zwar moralisch wie auch zumindest gesetzlich. Ob sich dann alle dran halten, ist ja was anderes, aber das ist ja ähnlich wie mit diesen Zielen und so weiter. Das heißt, allein nur um diese Zerstörung letztendlich irgendwie mal Einhalt zu gebieten, dann müsste man doch fossilen Abbau eigentlich konsequenterweise ab irgendeinem Zeitpunkt verbieten, um genau das also, sozusagen genau, zu ermitteln. Also ich meine, das genau, also jetzt arbeite ich ja zeitweise zumindest an einer Universität und da beschäftigen wir uns ja immer damit, Wissen zu mehren und natürlich auch bei meinem Beratungsgeschäft und so bin ich immer schwer da hinterher, mir die allerneuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse drauf zu schaffen. Und das ist natürlich schon sehr frustrierend, dass wir sehen, wir haben eigentlich alle Lösungen. Es würde allen besser gehen, wenn wir, also es würde vielleicht ein paar Raubbauern ein bisschen schlechter gehen, obwohl schlechter, also dann machen die halt nicht mehr Milliarden, nicht mehr Hunderte von Milliarden, sondern nur noch Dutzende von Milliarden jedes Jahr. So viel schlechter geht es einem da vielleicht nicht. Also wenn wir, also das ist irgendwie Wahnsinn. Also wir haben alle Lösungen. Wir könnten den Biodiversitätsverlust aufhalten. Wir könnten dem Klimawandel zumindest Paroli bieten. Frauen, Kinder, alle könnten Rechte haben, das könnte alles super sein, aber wir machen das nicht und das, als Biologin muss ich dann sagen, ja, blöderweise sind wir halt nicht die Bonobos, unsere engsten Verwandten, sondern die Schimpansen und wer sich mal wildlebende Schimpansen angeguckt hat, da läuft einem wirklich der Schrecken über den Rücken, die sind nämlich wie wir, also mega aggressiv, wehe, der eine hat den anderen nicht gegrüßt, der wird sofort gebissen und die machen Kriege, die machen wechselnde Koalitionen, die machen Dolchstoß und offensichtlich ist unser biologisches Erbe so stark, dass alle Vernunft, weiß ich auch nicht, irgendwie da, also irgendwie vor verschlossenen Türen steht. Da tatsächlich passend auch so ein bisschen die Anschlussfrage, weil ich habe ja auch so eine Vermutung und das wäre auch so die eine Frage eben, warum ist das so wenig Thema, warum ist sozusagen die anderen Komponenten, du hast ja wunderbar in diesen Wellen gezeigt, die kleinste Welle ist sozusagen immer Tip of the Tongue, also ist jeden Tag in den Medien hoch und runter gespielt. Dann die nächste Welle ein bisschen weniger und es ist eigentlich je nach Schwere der Katastrophe wird es immer weniger in der Berichterstattung. Und ein Kommentar ist hier auch, Olaf Scholz hat 1,5 Milliarden, das ist im Vergleich beispielsweise zu einem Rüstungsetat von 100 Milliarden, die mal eben so on top kommen, natürlich lächerlich, für den globalen Biodiversitätsschutz versprochen. Ist sich die Bundesregierung überhaupt über den Umfang und die Ausmaße dieser Geschichte der Biodiversitätskrise, die uns hier in knackigen 15 Minuten, wo eigentlich jedes Kind, wenn es das sieht und hört, sagen muss, stopp, so kann es doch nicht weitergehen. Glaubst du? Also ehrlich gesagt glaube ich, wenn wir uns, sagen wir mal, man würde jetzt ja denken,
Also sagen wir mal, Biodiversität ist eigentlich ein Wirtschaftsthema. Also wenn es jetzt so wäre, dass die CDU sich am besten auskennt bei Wirtschaft, dann müsste die CDU sich eigentlich am besten auskennen bei Biodiversität. Oder dann haben wir ja noch die Grünen, von denen man denkt, okay, die kennen sich ja gut mit so Ökosachen aus. Und dann haben wir noch die SPD, der man nachgesagt hat, die würden sich vielleicht mit sozialen Dingen auskennen. Bei allem würde Biodiversitätserhalt eine zentrale Rolle spielen. Und deswegen muss ich bei allen sagen, dass ich glaube, dass sie davon keine Ahnung haben. Weil die sich natürlich auch, also erstens, ja, man wird ja als Abgeordneter oder Abgeordnete gewählt und da wird man ja nicht gewählt, weil man sich mit irgendwas super gut auskennt und am Ende, einer muss halt Umweltminister machen und einer macht halt Außenminister und einer macht halt Kanzler, also jeder muss halt irgendwas machen, egal ob er sich damit auskennt oder er oder sie oder nicht. Genau, und da würde ich sagen, nee, das ist denen offen, also nicht bewusst. Und vielleicht nochmal zu dem Geld. Wenn die Bundeswehr irgendwie mehr Panzer haben soll oder was auch immer, dann braucht die wirklich mehr Geld. Aber Biodiversität könnten wir schon total gut helfen, wenn wir weniger perverse Subventionen zahlen würden. Wir zahlen ja, also zum Beispiel, das ist jetzt keine Subvention, sondern es gibt eine Studie, die hat sich angeguckt, wo die 20 größten Banken der Welt ihr Geld hingeben. Die haben im Jahr 2019 2,6 Billionen US-Dollar, das ist das Bruttosozialprodukt von Kanada, in Sektoren investiert, die maßgeblich zur Zerstörung von Biodiversität beitragen. Das heißt, wenn Banken ihr Geld anders anlegen würden und wenn wir, also zum Beispiel, oder gucken wir uns Fischfang in der EU an, das wird massiv subventioniert, obwohl alle Fischbestände überfischt sind. Und obwohl für die meisten Mitteleuropäer das ja überhaupt kein, auch wieder schon wieder gar kein Grundnahrungsmittel ist. Also es ist ja nicht so, dass wir alle unbedingt immer Bluefin Tuna Steak jeden Abend essen müssen. Und Fischfang wäre in der EU überhaupt kein ökonomisches Modell ohne Subvention. Und genau, also wäre ich, muss ich nochmal sagen, ich würde mich freuen, ich würde subventioniert, dann könnte ich euch meine Schokolade für 75 Cent verkaufen. Aber genau. Die Subventionen werden scheinbar für Überfischung gebraucht. Das ist auch wichtig, nochmal zu sehen, das machen die ja nicht nur, also machen sie ja nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil Naturverbrauch einfach sehr, sehr lukrativ ist. Da steckt eben Rendite drin. Lebensmittelindustrie in Europa sind halt irgendwie, glaube ich, 425 Milliarden. Versuch mal irgendwie ein Gesetz durchzukriegen, was da irgendwie Tierschutzstandards entsprechend hebt oder halt ein Investor. Ja. Dann kämpfst du natürlich gegen genau eben diese Sachen. Und das merkt man ja immer ziemlich, ziemlich krass in solchen Momenten. Aber man könnte ja, also da vielleicht auch nochmal so zwei Landwirtschaftsfakten. Also das eine ist, dass ungefähr auf 28% der landwirtschaftlichen Fläche weltweit werden Lebensmittel angebaut, die anschließend weggeschmissen werden. Das heißt, wir würden nicht eine Kalorie weniger auf dem Teller haben, wenn wir diese 28% renaturieren würden. Wir dürften nur nicht mehr so viel Lebensmittel verschwenden. Genau, das ist die eine Sache und die andere habe ich jetzt vergessen. vielleicht auch nochmal da. Viel für Tiere herstellen, ne? Also ja, sehr viel Nahrungsmittel für Tiere und die wiederum haben einen großen Impact auch auf CO2 und halt eben auf geochemische Kreisläufe und so weiter. Also da stecken ja ganz viele Sachen drin, wo man weiß, okay, wenn man hier mal Steinchen rauszieht, dann würde sich tatsächlich was verändern. Aber auf der anderen Seite steht nicht die Vernunft, sondern Geld. Aber Geld eben nicht, also immer, es gesteht sozusagen, also ja, es ist, bringt uns wieder zu dem Grundsatz zurück, dass Umwelt- und Sozialkosten vergesellschaftet werden dürfen, während Gewinne privatisiert werden dürfen, auch wenn sie aus der Nutzung von Allgemeingütern resultieren. Und das Absurde ist, dass wir uns das gefallen lassen. Also ich sage nochmal ein anderes Beispiel mit dem, also den, ich kenne die beiden Vorstände persönlich von der DUH, die damals den Klimas, diesen Dieselskandal da publik gemacht haben. Komischerweise haben die mit Morddrohungen sich auseinandersetzen müssen. Heute immer noch. Ja, genau. Während die Betrüger, also als Autokäufer ist man ja betrogen worden von diesem Autohersteller, aber die Autohersteller mussten sich im Vergleich dazu relativ wenig anhören, sondern also der Überbringer der schlechten Nachricht, der wäre am liebsten gelöhnt worden. Da kommen wir gleich auch noch mal zu, das ist super. Ja. Genau, also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch nochmal sich bewusst machen, welche Rolle eigentlich Politik spielen sollte. Und Wirtschaft hat ja für mich immer eine ganz klare Funktionslogik. Also ich komme da so ein bisschen aus der Systemtheorie.
Das ist noch am einfachsten sozusagen ein überschaubares, abgeschlossenes System, was die Funktionslogik hat, möglichst viel Profitmaximierung und so weiter, rausholen, was geht aus den Rahmen, die mir gesetzt werden. Was ich halt wirklich nicht begreife, ist quasi das politische System, was eigentlich der Advokat ist der Gesellschaft und weit über die der Wirtschaft hinausgeht. Also natürlich ist auch Politik für Wirtschaft und so weiter verantwortlich, dass Leute Arbeit haben, leben können, Nahrung bekommen etc. Aber es gibt eben noch ganz viele Faktoren, die weitaus darüber stehen. Und da aus meiner Sicht verletzt Politik massiv die Sorgfaltspflicht und massiv agiert es sogar dagegen. Ich kann diese Zahl, die jetzt gerade eben zum Beispiel reingekommen ist, die weltweiten Öl- und Gassubventionen sind 2022 auf die Rekordsumme von 1,1 Billionen Dollar gestiegen. 2021 waren es 580 Milliarden innerhalb eines Jahres verdoppelt. Und jetzt kann man natürlich sagen, und da schließt sich wieder der Kreis mit diesen Krisen. Du hast ja genau richtig gesagt. Also eine ist immer ein Teil der Krisen und es ist eigentlich auch wie eine Art Kipppunkt schon wieder, weil diese Ukraine-Geschichte hat letztendlich dazu geführt, dass wahrscheinlich diese Öl- und Gassubventionen massiv angestiegen sind, weil man ja alternative Versorgungslinien und so weiter aufbauen musste, was aber gleichzeitig zu einem absoluten Boom der fossilen Energie geführt hat. Also das ist doch völliger Wahnsinn. Das ist völliger Wahnsinn. Aber jetzt wurde ich schon wieder gefragt, was hier positiv ist. Ich sage nochmal, yeah. Ihr sollt hier Regenwald schützen. Regenwald schützen. Kaffee habe ich gerade nicht da. Das ist meine positive Nachricht. Jeder kann mitmachen und dann machen nächstes Jahr 90 Bauernfamilien mit und übernächstes Jahr 500 Bauernfamilien. Mehr kann man, also schon mal super. Eine Frage, am 29.04. gibt es den Tag der Klimademokratie. Welche Fragen wären deine dringendsten an die Politik? Wow, tolle Frage. Meine Frage, ich will denen lieber was sagen, was sie zu tun haben, aber... Kannst du es ja fragen, genau, also meine, machen sie nicht. Ach so, genau, ja genau. Wie sie das gerne erreichen wollen, wie sie erreichen wollen, dass 350 Millionen Hektar degradierter Fläche so renaturiert werden, dass deren Klimaschutzpotenzial entwickelt wird und wie sie sicherstellen wollen, dass weder der Kongo, das Kongo-Becken noch das Amazonas-Becken dem Tipping Point näher kommen. Das wären, sollen sie mir mal sagen. Geile Frage. Großartig, super. Es gibt noch Biodiversitätsfragen. Ein Ding haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Ich glaube auch mit das Lieblingsthema von Thilo Jung, nämlich Moore. Welche Rolle spielen Moore bei Biodiversität vor allem? Genau. Da muss ich ganz kurz ins Dozieren kommen, denn Biodiversität ist extrem ungleich verteilt auf unserem Planeten und das macht es eben übrigens auch so schwierig im Vergleich zu dem Klimagas-Thema. Also bei Klimagas ist ja irgendwie easy, man kann alles in Kohlenstoff-Äquivalente oder CO2-Äquivalente umrechnen und dann haben die auch irgendwie einen Preis und dann kann man mal gucken, wie heizt man und wo ist man hingefahren und was isst man und wie wohnt man, und dann hat man das da alles schon umgerechnet. Bei Biodiversität ist es anders. Artenvielfalt ist kein Maß für Biodiversität. Es gibt Ökosysteme, also die Frankfurter Innenstadt. In der Frankfurter Innenstadt gibt es mehr Tier- und Pflanzenarten als im Wattenmeer. Das Wattenmeer ist ein artenarmer Lebensraum. Und alpine Matten und Extremlebensräume, die sind alle total artenarm, aber sie enthalten eben Arten, die es nur da gibt. Und deswegen müssen wir diese Ökosysteme unbedingt schützen, sonst haben wir ein gigantisches Artensterben. Und bei Mooren ist es so ähnlich. Moore sind keine Hotspots der Artenvielfalt oder der Biodiversität, überhaupt nicht. Also wenn es nur darum ginge, dann würde man sagen, ach komm, legen wir die alle trocken. Und dann können wir da ja irgendwas anbauen zu essen und dafür wird dann Regenwald in den Tropen geschützt. Aber die besondere Rolle von Mooren, also ist natürlich auf der einen Seite, dass sie ein ganz besonderes eigenes Set von Biodiversität haben, also viele Tier- und Pflanzenarten, die es eben nur da gibt. Aber das sind eben nicht so wahnsinnig viele. Die Bedeutung von Mooren ist natürlich viel, viel mehr, dass sie ein gigantischer Kohlenstoffspeicher sind.
und wir blöderweise in Deutschland ja fast alle Moore zerstört haben, trockengelegt haben, die immer schön weiter emittieren und wir das weltweit ja auch immer weitermachen. Vielleicht, ich hatte da in der einen Folie gezeigt, dass der meiste Kohlenstoff in Böden gebunden ist. Das sind eben auch zu einem nicht unerheblichen Teil Moorböden. Genau, und es gibt nur zwei Ökosysteme, in denen die Vegetation mehr Kohlenstoff enthält als der Boden. Und das ist der Amazonas und weite Teile des Kongo-Beckens. Aber im Kongo-Becken sind es auch nicht alle Teile. Es gibt also die Cuvette Centrale. Das ist ein riesiges Moorgebiet, was sich eben auch in der Demokratischen Republik Kongo hauptsächlich befindet. Und was eben jetzt auch, was ein Teil dieser, im Rahmen dieser Auktion, Teile davon zur Ölbohrung, also zum Trockenlegen und dann Ölbohrung freigegeben werden sollen. Mhm. Aber wenn wir einfach nur, wenn wir Biodiversität angucken, dann sind, ja, dann sind Moore wichtig, weil sie eine besondere Biodiversität haben, aber sie sind nicht besonders artenreich. Mhm, verstehe, sehr gut. Eine Klassikerfrage, die einem wahrscheinlich auch immer aus gewissen Kreisen so ein bisschen bewegt, aber ich glaube, das war gar nicht die Intention. So von wegen, ja, ähnlich wie bei Temperaturschwankungen und so weiter, Artensterben gibt es doch schon, seit es auf dem Planeten Leben gibt. Richtig. Wie ist jetzt sozusagen die Differenz zu dem jetzigen Artensterben und wo sollte hier das sogenannte Vorsorgeprinzip dann eingreifen? Also wir haben das Artensterben ungefähr um den Faktor 1000 beschleunigt. Also es gibt ein gewisses Hintergrundsterben, also man rechnet, keine Ahnung, für eine Gattung von Säugetieren, glaube ich, 10 Millionen Jahre, so lange wird es sie natürlicherweise geben und dann verschwinden die wieder, dann entstehen andere. Und ich hatte das ja vorhin auch gesagt, also Dinosaurier, die großen Dinosaurier, die sind vor 66 Millionen Jahren verschwunden, da gab es keine Menschen, das hat mit uns nichts zu tun, hat aber wahrscheinlich mit einem gigantischen Klimawandel übrigens zu tun. Und dieses Aussterben hätten wir überhaupt nicht mitbekommen, weil das Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende gedauert hat. Und wie rasch Artenschwund jetzt ist, das sieht man eben daran, dass ein Menschenleben genügt, um mitzubekommen, dass Arten aussterben. Oder ich weiß nicht, also je nachdem, wie alt man ist, aber ich kann mich eben auch noch erinnern, als wir Kinder waren, da sind wir schon in unser Ferienhaus in Schleswig-Holstein gefahren von Frankfurt und alle 100 Kilometer musste man mal anhalten und die Windschutzscheibe sauber machen, weil so viele Insekten daran klebten. Ja, heute kann ich halt von Venedig bis nach Kopenhagen fahren und muss nicht einmal die Windschutzscheibe sauber machen. Und das sind, zeigt ja zum Beispiel eine Abnahme von genetischer Vielfalt, also von Abundanz, auch von der Häufigkeit von Arten. Und das haben wir eben das haben wir ungefähr um den Faktor 1000 beschleunigt. Und jetzt entstehen ja. Ja, genau, da sind wir ja kurz davor. Also wenn man jetzt ist ja eigentlich Frühling, man kann wahrscheinlich schon froh sein, wenn man mal ein Rotkehlchen und eine Meise und eine Amsel gehört hat. Viel mehr hört man nicht. Genau, also es entstehen neue Arten, das ist ja nicht beschleunigt, also es wird ja nicht beschleunigt, im Gegenteil, das wird wahrscheinlich sogar auch verlangsamt, weil ja, wenn ich weniger Individuen habe und weniger genetische Vielfalt, dann reduziere ich auch die Geschwindigkeit der Bildung von neuen Arten. Das heißt, wir haben das Verschwinden von Arten wahnsinnig beschleunigt und das Entstehen von neuen Arten wahrscheinlich auch noch langsamer gemacht, als es ohnehin schon ist. Also dazu muss man sagen, eine super, super, super schnelle Artbildung ist, wenn eine neue Art innerhalb von weniger als 10.000er Jahre entsteht. Und meistens dauert Artbildung aber viel, viel länger. Das war nur so ein bisschen auch die Frage, gibt es auch neue Tiere, die aufgrund der Veränderung aufgetreten sind? Mhm. Also eher. Also nein. Also wir noch nie haben Menschen das Entstehen, also außer durch Fossilfunde haben wir noch nie das Entstehen von neuen Arten beobachten können. Das ist zu langsam für unser Leben. Okay. Und also nicht nur für unser Leben, sondern also es dauert nach allem, was wir wissen, mehrere 10.000 Jahre, bis eine neue Art entsteht. Deswegen haben wir das noch nie beobachtet. Aber gibt es dann vielleicht auch so eine krasse Überpopulation bei gewissen Arten durch diese Veränderung, dass die explodieren? Es gibt natürlich Arten, die sich freuen, also Ratten zum Beispiel, also Wanderratten. Denen geht es, glaube ich, ganz schön gut, seit wir das Heft so doll übernommen haben. Also Wanderratten, Küchenschaben, in Mitteleuropa Stadttauben oder in den großen Industrie, also in den großen Großstädten weltweit. Genau, es gibt gibt es vielleicht so eine Handvoll Arten, denen es so besser geht. Natürlich, dazu gehören alle Parasiten des Menschen, alle Krankheiten des Menschen, weil wir ja so schön häufig sind, haben die natürlich
beste Lebensbedingungen. Das gleiche gilt für Krankheiten von eben Schweinen, also Hausschweinen oder Hausrindern. Von denen gibt es ja auch so viele. Mhm. Dann eine Frage, keine Ahnung, ob ich zu viel in der Wohnung hocke, aber kann es sein, dass auch Zugvögel nicht mehr so viel unterwegs sind? Ich erlebe selten solche Zugvogelschwärme wie früher. Gibt es da Änderungen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wie gesagt, wir haben eine Abnahme der Abundanz, also der Häufigkeit. Und also noch bevor Arten aussterben, werden die eben selten. Und ich sag mal so eine Anekdote aus meiner Familie. Also ich bin ja, war in den 70er Jahren ein Kind und da hatte ja die Umweltverschmutzung in Deutschland so wahrscheinlich schon so ihr größtes Ausmaß. Als ich ein Kind war, gab es quasi keine Weißstörche mehr in Deutschland. Also keine Störche, keine Kormorane, keine Graureiher. Ich weiß noch, als wir die dann ab und zu mal gesehen haben, das war voll die Sensation. Also genau, also wenn, jetzt gibt es ja heute wieder ein paar Störche und ein paar Graureiher und Kormorane. Meine Mutter, die ist gestern 85 geworden, die hat, als sie 14 war, in ihr Tagebuch mal geschrieben, die ist an der Nordsee aufgewachsen, heute sind so viele Störche auf dem Kirchendach gelandet, dass kein weiterer Storch Platz hatte. Mhm. Das, was meine Mutter erlebt hat, ist die normale Häufigkeit von Störchen. Das, was ich erlebt habe, als ich ein Kind war, war sozusagen die Megadelle. Heute würde ich denken, ach komm, cool, es gibt doch wieder Störche. Aber es gibt natürlich immer noch viel, 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 viel weniger Störche, als normal wäre. Und das ist auch bei der Wahrnehmung von so Umweltthemen eine Herausforderung. Das nennt man das Shifting Baseline Phänomen, dass Menschen etwa in der Pubertät so ein Bild davon entwickeln, wie sozusagen normal um sie rum ist. Als ich in der Pubertät war, gab es quasi keine Störche in Deutschland. Deswegen kommt es mir heute vor, als würde es viele Störche geben. Als meine Mutter in der Pubertät war, gab es, keine Ahnung, 100.000 Mal so viele Störche in Deutschland wie heute. Und für meine Mutter sieht es aus, als würde es weniger Störche geben. Und das ist so beim Naturschutz eine Herausforderung, weil also zum Beispiel das Gefühl, dass es wenig Insekten gibt, das hat noch jemand, der so alt ist wie ich, weil als ich ein Kind war, gab es eben noch viele Insekten. Aber jemand, der jetzt heute 15 ist, der empfindet es ja nicht als wenig Insekten. Das ist halt gibt halt keine Insekten, ist halt normal. Also, genau. Ja. Du hattest auch erwähnt in deinen 15-Minuten-Vortrag am Anfang, dass sozusagen der Mensch eine unfassbare Biomasse auf diesem Planeten darstellt und seine Strukturen auch. Was sagst du grundsätzlich, weil auch da kommt immer wieder so dieses Argument, zu diesem Thema menschliche Überbevölkerung? Ist das grundsätzlich aus deiner Sicht auch ein Problem oder ist es gar nicht so problematisch, weil es geht eigentlich um was ganz anderes? Nee, also das ist das Problem, könnte man sagen. Also wenn es angenommen, es würde nur 100 Millionen Menschen auf der Welt geben, dann könnten wir gar nicht so viel kaputt machen. Also dann könnte jeder von uns einen ökologischen Fußabdruck haben wie ein Bewohner Dubais. Ich glaube, die haben den allergrößten Fußabdruck im Moment. Das wäre völlig egal. Also, aber das ist ja, also das ist ja was, wofür es also jetzt zumindest keine schnelle Lösung gibt, weil, also natürlich kann man sagen, wir sind jetzt über 8 Milliarden. Wenn wir 8 Milliarden weniger wären, also nur noch ein paar hundert Millionen, dann wäre das ja super. Aber wer will jetzt freiwillig nicht mehr mitmachen, müsste man ja fragen, wenn man nicht mit Gewalt vorgehen will. Und deswegen ist das ist so eine rein akademische Überlegung, finde ich. Das stimmt, dass viel, 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 viel weniger Menschen wäre die Superlösung. Aber wir sind, man rechnet ja, dass wir, 2050 oder so, dann wird es irgendwann mal wieder weniger Menschen geben. Ja, also wenig Menschen wäre eine Lösung, aber es gibt halt nicht wenig Menschen. Genau, also die ganze Entwicklung, die dreht sich ja gerade um. Also da sind einige Länder, die genau sich darauf ausgerichtet haben, kommen da jetzt ja auch in Probleme hinein und so. Das ist ein wichtiges Ding. Und dieses Argument kommt immer aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Zwar ist natürlich klar, wenn wir weniger sind, hätten wir auch weniger Konsum etc., müssten weniger was du gerade schon gesagt hast. Aber gleichzeitig leiten da einige Leute von sich auch ab, man kann ja eh nichts mehr machen. Oder aber Leute auf der Südhalbkugel sollen einfach sterben, weil dann ist das Problem weniger. Ne? Also es gibt auch tatsächlich eine ganz harte Kante dazu, wo dieses Argument immer herkommt. Und deswegen ist das schon spannend, weil es eben an der einen Stelle ja einen richtigen Kern hat, aber drumherum dann eben genau wie du schon sagst, was sollen wir jetzt machen?
Ne? Also wir müssen jetzt mit der Situation leben und wir hätten genügend, um tatsächlich für alle was zu providen und dass auch die auch der Wohlstand ließe sich gut verteilen, dass es allen gut ginge. Nur wir haben es einfach so organisiert, dass es eben nicht so ist. So. Und das ist eigentlich die schlichte Wahrheit, über die wir reden müssen. Ja, genau. Aber mehr, also genau. Aber das mit dem Organisieren ist ja, also was weiß ich, Krieg in Europa, ist halt auch ein bisschen doof, gell? Also. Also jetzt nicht nur, weil wir die falschen Sachen, nur nicht nur, weil wir vielleicht, weil der ein oder andere zu viel Rindfleisch isst, nee. Also es gibt eben auch Sachen, ja. Das sind dann eben exogene Faktoren, die auch eine Krise sind. Und der Krieg hat ja auch mit der Schwarzerde ja nun auch eine Kante halt eben zu dem ganzen Thema. So, also das ist halt, wie du schon vorhin gesagt hast, ne? Du hattest vorhin, das fand ich super, dieses gesagt von wegen, so fühlt sich Aussterben an. Genau, das ist jetzt so eine Reihe von Krisen, die sich immer weiter aneinander reibt. Mhm. Und ein bisschen ist es auch eben Teil des auch Systems, wo das eben auch ein Feature ist, halt eben auch regelmäßig selber Krisen, Schockmomente, Rücksetzpunkte und dann wieder Neuerfindung zu haben. Genau, aber dann, also vielleicht nochmal hier, genau, also es gibt sozusagen, also man kann sich ja, es gibt ja schon menschliche Gesellschaften, die untergegangen sind und dann kann man sich ja angucken, also gibt es natürlich Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie, was passiert da eigentlich, und dann kann man sagen, wenn Gesellschaften in große Krisen geraten, gibt es eigentlich, also gibt es so verschiedene Strategien. Die erste Strategie ist, dass man, wozu wir leider alle immer tendieren, ist, dass wir das, was früher erfolgreich war, dass wir versuchen, das zu intensivieren. Also keine Ahnung, ein Fischer fängt weniger Fische, weil es nicht mehr so viele Fische gibt. Dann fängt er an, größere Boote zu bauen und größere Netze und engmaschigere Netze und was weiß ich. Das Zweite ist, dass man flieht. Das sehen wir ja auch bei vielen Menschen auf der Welt, die halt da, wo sie herkommen, nicht mehr leben können oder denken, es ist, also wir müssen hier weg. Und das ist logischerweise keine Option für alle Menschen auf der Welt. Und das Dritte ist, dass man durch Innovationen und neue Ideen, eben solche neue, tolle Sachen irgendwie macht. Und eben hier war irgendwas mit Doom, das würde ich auch nochmal ganz kurz sagen. Dann gibt es noch so psychologische unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist, dass man wissenschaftliche Fakten leugnet. Das sehen wir leider im Moment ja sehr getrieben durch Populismus. Also es gibt kein Corona, es gibt keinen Klimawandel, also was es alles immer nicht gibt. Das ist die eine Gruppe, die leugnet wissenschaftliche Fakten. Die nächste Gruppe macht diese Doomsday-Szenario, dass man sagt, okay, es hat alles gar keinen Sinn mehr, ich kann machen, was ich will. Und die dritte Gruppe ist eben auch wieder die sagt, okay, nee, wir machen jetzt was. Und auch wenn die Zahlen, wenn das alles erschütternd aussieht oder so, finde ich, dass nur die dritte Option überhaupt ein gangbarer Weg ist. Also man muss sich halt bemühen, was zu machen. Also wir machen, und natürlich kann man sagen, ja, die paar Bauern, mit denen wir da Kaffee und Kakao machen, ist ja lächerlich. Also das sind ja nur 100 von 8 Milliarden, ja, stimmt. Aber ich kann ja nicht 8 Milliarden, also mache ich mal mit 100 Leuten was. Also Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich kann sozusagen auch vorhin so ein bisschen die Kritik, die da geäußert wurde, nachvollziehen, wenn man das immer als Einzelmaßnahme. Ich glaube, Menschen tendieren auch dazu, zu sagen, bevor wir jetzt 3 Millionen Einzelmaßnahmen machen, braucht es doch die eine Superlösung, die sozusagen alles erschlägt. Aber die wird es halt definitiv nicht geben. Und was man auch immer wieder begegnet, ist so dieses Argument, ja, also wenn die anderen Länder nicht anfangen, dann brauche ich hier auch nicht anfangen. Mhm. Ja, wenn man in diese Trantütigkeit gerät, dann wird natürlich gar keine Dynamik passieren. Ja. Genau. Und die Hoffnung ist ja auf diese exponentiellen Effekte. Also wenn einer anfängt, dann ist nicht nur ein zweiter, der anfängt, sondern vielleicht schon 3 und dann 6 und dann verdoppelt, verdreifacht, vervielfacht sich. Mhm. Und da auch nochmal das Ding, Engagement kann ganz unterschiedlich sein. Also zivilgesellschaftliches Engagement, zu werben für Dinge und so weiter. Also ich will nur vielleicht ganz kurz mal sagen, also zum einen, auf der einen Seite kann man sagen, jeder von uns macht ein kleines bisschen was falsch und das Ergebnis ist eine gigantische Katastrophe. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn jeder von uns ein ganz kleines bisschen was richtig macht, haben wir gigantische Effekte. Also und das ist... Also beim Erreichen von Dingen, da reden sich viele Leute so immer so ein bisschen klein und sagen, ja, nee, da, also ich bin ja, ja, man, also ich zum Beispiel gehe immer wählen, ja, ich habe ja auch nur eine Stimme, also trotzdem gehe ich wählen, ja, also ist ja kein Grund, nicht wählen zu gehen, nur weil man nur eine Stimme hatte oder so. Genau, und das, was man aber auch noch sehen muss, das ist so ein bisschen, und das ist wahrscheinlich wie das menschliche Gehirn, dass wenn einer mal was macht, also dass der eher
oder nicht eher, aber dass man durchaus auch noch ein bisschen, also ich höre ganz oft, ja, mach doch mal das und willst du noch nicht mal das machen? Ja, ich mach doch schon ganz viel. Jetzt finde ich, dass die anderen auch mal was machen sollen. Also immer so, sagt man mir, ja, nee, und dann mach doch noch mal so und vielleicht könntest du ja mal so machen. Ja, also ich bin jetzt dafür, dass die anderen mal machen. Ich mache mal weiter wie bisher. Ich glaube, es ist auch wichtig an der Stelle, auch bei einigen dieser Chat-Sachen, die ich jetzt hier so parallel mal mitgelesen habe. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir aufgucken, was müsste man machen und was sind denn Lösungen, um da rauszukommen und was muss man denn auch politisch machen und so weiter. Das haben wir alles mal aufgearbeitet. Das ist Episode 3 von 2045. Schaut euch das an. Das sind über 3,5 Stunden. Da ist im Prinzip genau das drin, was die Lösung ist. Ist natürlich jetzt nicht wirklich alles drin, aber wir haben schon das Große und Ganze erschlagen, was man genau tun muss als Einzelperson und auch als Gruppe und was dann politisch sich drehen muss. Schaut da mal rein. Das, glaube ich, wird viele von den Sachen, die hier drin stehen, beantworten. Und deswegen haben wir das ja auch diese Sendung so aufgebaut, dass man eben darauf referenzieren kann. Schaut da gerne nochmal vorbei. Genau. Es sind noch zig Fragen. Also wenn du noch weiter Zeit hast, ja, gehen wir nochmal weiter. Und zwar auch eine sehr, sehr gute Frage, weil das ja gerade auch so ein bisschen Dilemma zu sein scheint. Kann es sein, dass teils der Artenschutz gegebenenfalls sogar gegen die Ziele des Ausbaus der erneuerbaren Energien instrumentalisiert wird? Es gibt für mich als Laie verstanden absurde Beispiele, die zu immenser Bürokratie und Prüfungsaufwand führen und damit der Energiewende im Weg steht. Ist dir in diesem Zusammenhang auch schon, sind ja auch Beiträge in den Medien oder Ähnliches aufgefallen? Also Stichwort genau, also Vögel schreddern. Kann ich natürlich auch wieder, werde ich schlaumeierisch mal hier dozieren. Also zum einen, Take-Home-Message, alles, was wir für Biodiversität machen, ist positiv, wirkt positiv für Klimaschutz. Nicht alles, was wir für Klimaschutz machen, wirkt positiv auf Biodiversität. Im Gegenteil, es gibt Maßnahmen, die sind gut fürs Klima, die sind mega schädlich für Biodiversität. Zum Beispiel Aufforstungsmaßnahmen in Monokultur. Und das ist nicht theoretisch, sondern in Südostasien ist die Zerstörung von Regenwäldern ist einer der Haupttreiber, ist jetzt schon sind Aufforstungsprogramme, weil alle in Europa und alle Unternehmen so scharf aufs Aufforsten sind, dass jetzt schon Regenwald vernichtet wird, damit man anschließend Platz hat, wo man aufforsten kann. Also genau. Und zu dieser Problematik mit dem Ausbau erneuerbaren Energien, das Dilemma ist, dass jemand, der einen Windrad verhindern möchte, weil er, keine Ahnung, aus dem Fenster gucken will oder das Geräusch nicht haben will oder den Schlagschatten oder was auch immer, das schärfste Schwert, was wir haben, ist der Artenschutz. Das bedeutet, die Leute, die, und das ist dann eine Instrumentalisierung, also das geht den Leuten nicht darum, diese Tier- und Pflanzenarten oder in dem Fall Tierarten zu schützen, sondern es geht darum, ein Bauvorhaben zu verhindern. Und da kann man, und das kann man machen, weil, also das, die beste Methode, es zu machen, ist, dass man das Artenschutzrecht heranzieht, weil das eben das schärfste Schwert ist. Das ist problematisch, auf jeden Fall. Und dafür müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Auf der anderen Seite kann man aber auch schlecht immer sagen, wir sind halt eine Industrienation. Sorry, bei uns hier nix Hamster und nix Schwarzstorch. Und weil wir sind ja eine Industrienation, aber bitte Tansania, ihr müsst Löwen schützen. Und bitte Indien, also nee, sorry, aber die Tiger, die müsst ihr bei euch akzeptieren. Also man muss schon auch ein bisschen gucken, wie man dann so da mit erhobenem Zeigefinger, also ich hab 10 Jahre in Westafrika gearbeitet, in Westafrika oder überhaupt in Afrika, wenn ein Elefant durch ein Feld geht, dann muss die Familie vielleicht hungern, weil die sich keine Lebensmittel kaufen können und der Elefant leider die Jahresernte vernichtet hat. Aber wir finden, dass die Leute mit Elefanten zusammenleben sollen und müssen, weil wir finden, dass Elefanten erhalten werden sollen. Wenn in Deutschland ein Wolf ein Schaf reißt, dann finden wir, dass Wölfe abgeschossen werden sollen, weil das ja so wahnsinnig gefährlich ist. Und das muss man halt schon sehen. Also natürlich, keine Ahnung, in Würzburg gab es die Riesendiskussion mit dem IKEA-Lager und den Feldhamstern. Ja, der Feldhamster ist eben eine Art, die fast ausgestorben ist. Der ist viel, viel seltener als Elefanten. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber sorry, da muss IKEA aber sein Lager bauen. Aber dann können eigentlich die Leute in Afrika auch sagen, ja, nee, sorry, es gibt da noch 400.000 Elefanten, 200.000 bringen wir von denen mal um, weil die stören hier irgendwie. Also das, das muss man schon so ein bisschen differenziert betrachten, glaube ich. Ja, wunderbar, vielen Dank. Dann auch eine Frage, auf die ich
gar nicht gekommen wäre, umso interessanter, ist das Anbringen von Fliegengittern an Fenstern ein Beitrag zum Artenerhalt von Insekten? Unbedingt. Denn wenn die Insekten erstmal drinnen sind, tendiert man ja dazu, die tot zu hauen, weil die drinnen stören. Und deswegen ist es eigentlich super gut, zu verhindern, dass Insekten reinkommen. Weil wenn die Mücke erstmal drin ist und einem die ganze Nacht um die Nase fliegt, dann spielt die Mücke da mit ihrem Leben. Wenn man aber ein schönes Fliegengitter vor der Tür, vom Fenster hat und die Mücke gar nicht erst reinkommt, dann voll das Artenschutz, der Artenschutzansatz. Sehr gut. Und um es nochmal mit dem Thema Windrad wirklich zu eindeutig zu machen, war auch nochmal die Frage Windrad und Artenschutz. Also wie bewertest du tatsächlich, du hast ja vorhin das Elefantenbeispiel gesagt, Also ich bin jetzt keine Expertin für erneuerbare Energien, aber ich würde halt sagen, dass wir zum Beispiel, wir haben ja, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber ich glaube, wir haben mindestens 30% der Landesfläche in Deutschland ist ja schon versiegelt für Gebäude, für Straßen, was auch immer. Und dann würde ich ganz cool finden, wenn wir möglichst viel Fassaden und Dachfläche und was weiß ich, wenn wir da Energie erzeugen würden. Ganz grundsätzlich muss man aber auch sagen, diese ganzen, egal wie wir diese erneuerbaren Energien, diese Anlagen an sich sind ja dann immer danach immer Sondermüll. Und deswegen finde ich die Idee, Energie zu einzusparen, auch gar nicht so doof. Aber das genau, und dann so, natürlich, also es gibt alle möglichen, also es gibt ja unendlich wissenschaftliche Studien dazu und dann weiß man, dass zum Beispiel, vorhin hatten wir das Thema Zugvögel, dass wenn Windräder abgeschaltet werden, während der Zugvögelpassagen oder so, dass man, oder wenn man, so wie das jetzt eben ist, dass man nicht in der Nähe eines Schwarzstorchnestes ein Windrad errichten kann oder was weiß ich da. Also es gibt 1000 Möglichkeiten, den negativen Effekt von Windrädern auf Tiere zu minimieren, auch im Meer. Also wenn diese Offshore-Anlagen, dann ist das in der Regel ja für Wale das Problem, dieser gigantische Lärm, wenn diese Fundamente in den Boden gerammt werden. Und da gibt es aber auch zum Beispiel, dass man solche so Luftblasen erzeugt und die halten dann den Schall zurück. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass jedes, also wenn der Schiffsverkehr, der macht so einen gigantischen Lärm unter Wasser, dass das Errichten von Windrädern dazu, ja, da ist es halt kurz mal laut. Also ich arbeite ja in dem Bereich und ich beschäftige mich jetzt auch ohnehin schon länger damit und das ist ein Hoax. Ne? Also ich freue mich, dass wir irgendwie neue Leute in der Sendung haben, weil das hatten wir auch schon mal. So dieses, das tatsächlich ist etwas, wo ein Effekt ist, der überspitzt wird, um damit halt gegen Windenergie Politik zu machen. So, ne? Also der Zusammenhang zwischen großartig jetzt irgendwie Tiere sterben aus, weil es Windräder gibt und so weiter, der ist eigentlich immer widerlegt worden. Es gibt so ein paar Lobbyverbände, die versuchen, das immer wieder wieder in die Diskussion einzubringen. Und jetzt letzte Woche, Donnerstag, ist nochmal so eine Großstudie rausgekommen, die das untersucht hat. Und in dem gesamten Untersuchungszeitraum ist genau 0 Vögel gestorben. Wenn man jetzt irgendwie sagt, man möchte angeblich Vögel retten, dann gäbe es so viele andere Sachen, die man tun muss. Aber darüber redet man nicht. Nein, nein, man benutzt das spitz, um damit die WKA zu verhindern. Mhm. Da müsste man die Katze eigentlich eher rausschaffen. Oder stimmt, die Fensterflächen. Katzen und Fensterflächen viel gefährlicher, weil viel mehr, also um ein Vielfaches mehr Vögel sterben dadurch, dass sie gegen Gebäude rasen, anstatt die Windkraftanlage. Nein, nein, das ist ganz bewusst nur dagegen in Stellung gebracht. Und letztes Jahr Sitzung hier von, da hat die Zeit eine Konferenz gehabt und der E.ON-Chef eine Rede gehalten und hat dann auch gesagt, so dieses, ja, wir würden ja gerne erneuerbarer, wir haben jetzt leider dieses blöde Artenschutzding und so weiter. So. Nein, nein, nicht verarschen lassen, so, ne? Das ist halt wirklich ein Hoax. Und vor allem, man muss ja wirklich nochmal die Relation sich klar machen. Also wir haben vorhin gesprochen von versiegelten Flächen etc., von Mooren, die trockengelegt werden. Also ich glaube, in Schleswig-Holstein plant man jetzt ein Moor trocken zu legen, um eine Autobahn zu bauen. Mhm. Und dann kann man sich, glaube ich, mal ausrechnen, was das für ein Artensterben letztlich, glaube ich, erzeugt. Das ist um ein sehr viel Größe. Also da vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Versiegelung. Wir haben ja kaum nationale Strategien zum Erhalt von Biodiversität, aber eins ist eigentlich, dass wir die Versiegelung von Flächen reduzieren wollen. Wir hatten ein Ziel, bis 2020 sollte die tägliche Versiegelung auf 30 Hektar reduziert werden. Das ist ja schon, also so viele Blühstreifen kann überhaupt keiner pflanzen, dass man jeden Tag 30 Hektar hinkriegen würde. Das Ziel haben wir gerissen, macht aber nichts, haben wir einfach mal auf 2030 verschoben. Also wir versiegeln immer noch fast 60 Hektar pro Tag. Und vorhin ging es ja um Mathematik.
Also da braucht man, glaube ich, auch mit meinen beschränkten mathematischen Fähigkeiten, man braucht da genügend die Mathematik der 5. Klasse, um auszurechnen, nach wie vielen Jahren Deutschland eine komplett asphaltierte Fläche ist. Also dieses Ziel, das ist absurd. Also wir dürfen eigentlich überhaupt keinen Quadratmeter mehr versiegeln. Wir müssen eher mal zusehen, dass wir was entsiegeln. Ja. Ja, viele, also an der Stelle zumindest sind die Fragen ausgeschöpft. Ihr habt jetzt letzte Sekunde Zeit, was zu stellen, aber ansonsten. Genau, ich will nur ganz kurz zum Rotmilan, ja, will ich aber kurz was, ja, sagen, weil ich will ja, genau, noch was über Tiere sagen. Genau. Also der Rotmilan ist tatsächlich ein besonderer Fall und ein ganz besonderes Tier, denn fast die Hälfte der Weltpopulation des Rotmilans brütet in Deutschland. Das heißt, der Rotmilan ist ein Tier, für das Deutschland eine besondere Verantwortung trägt. Wir haben ganz wenig Tiere und wenig Ökosysteme, wo das der Fall ist. Also das eine ist das, bei Ökosystemen zum Beispiel unser Buchenwald, also Rotbuchenwälder gibt es quasi nur noch in Deutschland. Das Nordsee-Wattenmeer gibt es quasi ausschließlich in Deutschland, ein paar Fitzelchen in den Niederlanden und Dänemark. Und sowas, also genau, da bin ich nochmal so ein bisschen beim Elefanten. Also wenn der Rotmilan bei uns ausstirbt, dann ist diese Tierart ausgestorben. Dann haben wir eben wieder mal eine Art weniger. Und ja, also nur mal so als Beispiel für eine Art. Gibt also tatsächlich Arten, für die wir eine besondere Verantwortung haben. Das ist sozusagen unser Panda. Jetzt, wo du sozusagen mitten in der Biologie bist, kommen jetzt die Special-Biologen-Fragen, glaube ich. Okay. Hast du schon mal von Benyes-Hecken gehört und was, ja, hältst du davon? Sehr gut. Genau, so Benyes-Hecken sind so, das ist so eine Art, also abgeschnittenes Äste und so macht man sozusagen wie so ein Wall und das ist eigentlich cool, so eine Benyes-Hecke, weil das halt so eine Struktur ist, in der viele Insekten, also viele Tierarten nisten können, Versteckmöglichkeiten finden. Das ist also eine coole Sache. Sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. genau, hier kam noch rein, Insektenhotel in Groß. Ja, genau, Insektenhotel, aber auch ganz wichtig, also erstens, die meisten Insektenhotels sind immer gar nicht belegt, weil entweder es überhaupt keine Insekten gibt oder weil die Insektenhotels blöd gemacht sind. Und ich hatte ja eben schon mal kurz Blühstreifen angesprochen. Für viele Insekten Blühstreifen sind schon ganz cool, aber viele Insekten brauchen bestimmte Futterpflanzen. Also zum Beispiel alle Schmetterlinge deren Raupen brauchen Futterpflanzen. Und das sind nicht so schöne Blüher, sondern zum Beispiel gerne mal die Brennnessel oder irgend sowas. Und man muss schon auch ein bisschen, und deswegen hier noch ein kurzes Plädoyer für die Brennnessel. Wer Schmetterlinge haben will, der muss auf jeden Fall Brennnesseln schützen. Sehr gut. Hier ist noch eine Frage, die habe ich, glaube ich, tatsächlich auch vorhin übersehen. Sollte man nicht in der EU das GAP-Abkommen so gestalten, dass wir die Humusgehalte langfristig erhöhen und halten? Genau, also das ist die GAP, ist also die gemeinsame Agrarpolitik. Und es stimmt, also das ist ja ein großes Problem, dass wir Landwirte ja nur dafür bezahlen, für die Produkte, die sie abliefern. Und wir bezahlen aber Landwirte zum Beispiel nicht für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Und das wäre ja eigentlich auch wieder so ein Ansatz der Internalisierung von Kosten. Also wir würden wenn man für Ökosystemleistung bezahlen würde, also wir würden die Tropenwälder dafür bezahlen, dass sie den Wald stehen lassen, wir würden die Landwirte dafür bezahlen, dass sie die Bodenfruchtbarkeit erhalten. Wir würden den Windradbetreiber dafür bezahlen, dass möglichst viele Schwarzstörche in der Nähe nisten. Also genau, also das sollten wir unbedingt machen, weil das sind totale Fehlanreize. Also ich kann den Boden kaputt machen, so doll ich will, weil ich ja nur verkaufen kann, was oben drauf steht. Und das ist sozusagen die Umkehrung der Regenwaldzerstörung, weil beim Regenwald ist es ja häufig so, dass nur der Boden unter dem Wald irgendeinen Wert hat, sei es für die Förderung von Bodenschätzen oder um da irgendwelche Viehweiden anzulegen oder Monokulturen anzubauen. Der Wald hat eben keinen Wert, der muss weg. Und es gibt diese Ansätze schon, Payment for Ecosystem Services heißen die, aber die stecken noch in den Kinderschuhen. Wir sind ja eben in der Regel gewohnt, dass wir Ökosystemleistungen, dass die uns kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Also wenn jetzt der Kongo oder Gabun oder Brasilien uns mal so eine Rechnung schickt für die Stabilisierung des Weltklimas und wir müssen dann da, keine Ahnung, diese $600 pro Tonne bezahlen, da werden wir ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Und wir sind irgendwie der Ansicht, dass die das alles kostenlos für uns machen sollten.
wichtiger Punkt. Da hatten wir vor, lass mich jetzt nicht lügen, 15 Jahren, 12 Jahren oder so, noch den Punkt, ich glaube, das war Peru oder so, international auf so ein Abkommen gedrängt hat, genau das zu sagen, dieses, wir erhalten hier eben Regenwaldfläche und dafür gebt ihr uns Geld als Ausgleichszahlung. Dass genau, wir das hier nicht ja genau, und das war Ecuador. Also genau, die haben quasi damit gedroht, die haben eines der hochdiversesten, biodiversitätsreichsten Schutzgebiete der Welt. Unter diesem Schutzgebiet liegt Öl und die haben gesagt, hier Staatengemeinschaft, entweder gebt ihr uns die Hälfte dessen, was das Öl wert ist, dafür, dass wir, also die Hälfte, dafür lassen wir das Öl im Boden, oder wenn ihr uns das Geld nicht gebt, dann verkaufen wir einfach die Öllizenz. Dann muss eben der Nationalpark weg und dann verkaufen wir das Öl. Und Norwegen war das einzige Land, was gesagt hat, ja, okay, komm, wir geben euch Geld. Das Geld ist dann nicht zusammengekommen. Ich glaube, dann weiß ich gar nicht so genau. Wenn ich mich erinnere, und ich weiß das auch nur durch Hörensagen, gab es dann in den Abstimmungen da halt eben schon halt irgendwie eine Offenheit darüber zu diskutieren und dass eben insbesondere damals halt eben auch Deutschland, allen voran halt eben damals die Regierung Merkel, sich dann eben auch dafür stark gemacht hat, eben, dass das eben auch nicht mehr weiter. Nee, genau, also das Geld ist nicht zusammengekommen auf jeden Fall. Und natürlich kann man das auch wieder diskutieren. Also wir können ja auch nicht sagen, hier wisst ihr was, Brandenburger Tor, entweder ihr gebt uns Geld oder wir sprengen das morgen. Oder der Louvre kann auch nicht sagen, hier, wenn ihr weiter Mona Lisa, dann 10 Millionen oder wir verbrennen die morgen. Da ist es natürlich auch so eine kritische Sache, dass dann auch Geldgeber gesagt haben, nee, wir wollen uns nicht erpressen lassen, weil das würde dann ja bedeuten, dass alle Tropenwaldländer jetzt immer sagen, nö, dann mache ich es halt kaputt, wenn ja, genau, ihr also, uns kein Geld gebt. Aber, es gibt jetzt schon so neue Ansätze, also auch dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Mitbieten bei dieser Ölkonzession, das ist auch nicht einfach nur so, also das ist schon sehr viel komplexer, als ich das jetzt in den wenigen Sätzen dargestellt habe. Und da liegen eben so Überlegungen dahinter, die genau dieses Erpressen verhindern sollen. Ja, wobei dann eben auch, genau, ist immer die Frage, wie Erpressen einfliegt, so, ne? Zum Beispiel bei Earth for All vom Club of Rome geht es ja auch eben speziell darum, dass man eben sagt, okay, wir müssen eine Form von Umverteilung schaffen, damit bestimmte Ressourcen dann eben halt nicht in diese Nutzungsprozesse reinkommen, so, und dafür muss man sich was überlegen. Das Ding ist nur halt in dieser Gesellschaft, in der wir leben, und diesem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, ist natürlich dann direkt das Problem da schon offenkundig so, aber früher oder später werden wir uns ja genau so einer Frage da irgendwie auseinandersetzen müssen, nämlich wie organisieren wir denn irgendwie vernünftiges, einträchtiges Leben für alle, ohne dass wir genau solche Sachen ausbeuten müssen und dafür das Leben für alle schlechter machen. Das ist die Tragik der Allmende in doppelt. Ja, genau. Also es gibt ein paar Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie man mehr Geld mit Naturerhalt als mit Naturzerstörung verdienen kann. Wir gehören dazu und mal gucken, wie weit wir kommen. Sehr gut. Sehr gut. Liebe Frauke, vielen, vielen lieben Dank bis zu dieser Stelle. Also mein Kopf platzt fast. Also sowohl von Informationen und die Brisanz dieser Informationen aus meiner Sicht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, auch wenn es sozusagen einen auch tatsächlich dahingehend erstmal droht zu erschlagen, aber den Kopf in den Sand zu stecken, nützt ja erst gar nichts. So. Ja. Und ich glaube, im Chat hatte man auch nochmal eben gesagt, hier Engagement ist vielfältig. Neben der Tatsache, sozusagen auch zum Wählen zu gehen, gibt es auch immer noch die Form, demonstrieren zu gehen, Proteste, sich teilzunehmen, Zivilgesellschaft. Genau, wer zu Hause sitzen möchte, isst eben Schokolade und trinkt Kaffee. Man kann, so das ist jetzt alles viel einfacher. Man muss nur noch liken, Schokolade essen, Kaffee trinken und auf dem Sofa sitzen. Auf dem Sofa sitzen ist ja auch ganz gut, weil dann macht man schon mal nicht so viel CO2-Emissionen und macht so lange schon mal nichts kaputt, wie man drin ist. Süß. Wer sich nicht viel bewegt, hat auch nicht so einen hohen Kalorienbedarf. Das stimmt. Sehr schön. Jetzt ist sozusagen die Frage an dich, möchtest du die Gelegenheit nutzen, um dich sozusagen aus dem Stream zu verabschieden oder möchtest du mit uns noch die letzte, ich will mal sagen, weiß nicht, wie lange Jens sozusagen die Inhalte... Halbe Stunde. Ja, also nee, genau, ich verabschiede mich mal, weil ich muss jetzt mal einen großen Eimer Wasser trinken. Ja, mach das. Meine Zunge klebt. Genau, du bekommst auf jeden Fall sehr viel Applaus aus dem Chat. Vielen lieben Dank, dass du da warst, für deine Zeit, für die Informationen. Alles Gute dir und vielen Dank. Eine schöne Zeit. Gleichfalls. Also, macht's gut. Wir sehen uns wieder. Danke, Frau. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.